Herzlich willkommen zu einem Special bei Messe Live TV von den Medientagen München 2010. Entscheidungsträger der Medienbranche diskutieren hier 3 Tage lang über die zukunftsweisenden Themen der Medienbranche. Messe Live TV ist für Sie dabei und wir werden täglich von den Neuheiten und Trends der Medientage München 2010 berichten. Wie jedes Jahr starten die Medientage mit der sogenannten Elefantenrunde, in der Spitzenmanager der Medienbranche über zukunftsweisende Trends diskutieren. Und wir geben nun ab zur Eröffnungsdiskussion der Medientage München 2010. Seit 5 Uhr früh habe ich geguckt, wie diese chilenischen Bergleute gerettet worden sind. Jeder anders, eine großartige Leistung. Das war Fernsehen, ja, um in die Ferne zu sehen. Ich kann nur allen empfehlen, die Leistungsträger, die hier sitzen, gehören ja nicht zu den Couch-Potatoes, die unentwegt fernsehen können. Aber ich glaube, dass Sie sollten sich unbedingt die Zusammenfassung ansehen. Statt Shakern der Morgenmagazin-Moderatoren gab es eine großartige Berichterstattung über diese Menschen, die da rausgekommen sind. Und einer, der ein Wortführer, da entwickeln sich ja immer Charaktere in der eingesperrten Situation, der hat ja die ganze Zeit immer gesagt, und wenn er von unten berichtet hat für seine Kumpel und ich schalte zurück in die Sendezentrale, das zeigt, wie tief das Medium die Leute bewegt. Wir haben ja schon gehört, dass es 3 neue Leute gibt, drei neue Gäste will ich besonders begrüßen, Herr Ministerpräsident Seehofer. Schön, dass Sie es im 3. Amtsjahr geschafft haben, zu uns zu kommen. Ja. Sie haben ja viel mit Medien zu tun. Die Empörungswelle und Entrüstungswelle, von der Sie gesprochen haben, das kann man ja an viele Beobachter zurückgeben. Man sagte, die Medien sind oberflächlich, aber ich finde genauso oberflächlich Menschen, die über Bücher und Interviews urteilen, und zwar blitzschnell und knallhart, ohne sie gelesen zu haben. Sie sind besonders der Gegenstand der Empörungswelle in dieser Stadt München. Sie können stolz darauf sein. München ist die Hauptstadt der Tageszeitungen. 34 von 100 Menschen in München kaufen eine Tageszeitung. Da denke ich mal an das arme Berlin, da sind das nur 22. Ja? Herr Döpfner, da ist noch viel zu tun. Da ist noch viel zu tun. Matthias, Herr Döpfner ist der nächste neue Gast. Unser einer freut sich natürlich, wenn ein Musensohn, der Kontrabass spielt und ein Journalist ist. Ja, wir kennen uns noch aus Zeiten, als Sie aus Brüssel berichtet haben über Klavierkonzerte. An der Spitze eines Unternehmens gekommen, ist selber Aktionär geworden, Vorstandsvorsitzender. Und für alle, die sich an seinem Vortrag erfreut haben, kann ich auf ein Buch hinweisen, das er geschrieben hat über Erotik in der Musik oder über die Liebe in den Duetten von Puccini. Also das ist eine vielfältige Erscheinung. Der Kollege Dr. Paul Bernhard Kallen ist neu. Mein Befangenheitsfaktor in jeder Runde, früher war das immer der Verleger, jetzt ist es mein Vorstandskollege und Vorstandsvorsitzender von Hubert Burda Media. Sie haben die Printmedien vorgefunden, Sie haben viel Digitales hinzugefügt, damit Burda auf beiden Ebenen aktiv ist. Viele Jahre sind jetzt schon viele Jahre bei Burda, aber vorher haben Sie schon mal als McKinsey-Berater in Medien hinein gesehen und sich da schlau gemacht. Das Beratungsgeheimnis verbietet es mir zu sagen, welche Medien Sie von innen angesehen haben. Halb neu ist auch Andreas Bartel, ja, Vorstand von ProSieben, Sat.1, auch ein Programmmann an der Spitze. Sie waren vor 2 Jahren schon mal kurz hier, haben aber dann mittendrin das Mikrofon weggemacht und sind davongelaufen. Ich weiß, dass Sie damals einen Termin hatten mit Harald Schmidt. Das brauchen Sie diesmal nicht, weil Sie haben ihn ja schon engagiert. Ja. Das Thema ist erledigt. Okay. Jürgen Dötz, Urgestein, als 1984 der Urknall der Medien in Ludwigshafen ertönte, da sind Sie in die Umlaufbahn geschossen worden und da kreisen Sie immer noch Dauerpräsident des VPRT. Und, aber ich weiß, heute kann passieren, was wollen Sie, werden immer strahlen, auch beim Streiten, weil er ist Vorstand von Mainz 05 und aus unerklärlichen Gründen ist dieser Verein an der Tabellenspitze der Bundesliga. Ein Beweis für Ihre Hartnäckigkeit, die Sie auch im Mediengeschäft haben. Ja. Peter Budgust, Intendant des Südwestrundfunks und Sprecher aller 9 ARD-Anstalten, ein Finanz- und Juristenexperte. Sie wissen, wie Ministerien ticken. Das ist ja für einen ARD-Chef ganz wichtig, weil er war 8 Jahre im Staatsministerium in Baden-Württemberg tätig und hat für Lothar Späth und Erwin Teufel
gearbeitet und weiß deswegen, wie man mit Menschen umgehen muss, die über Gebühren entscheiden, Landtage, wie das geht. Anke Schäferkord, Sie sind hier nicht die Quotenfrau, sondern Frau Quote, die erfolgreichste Unternehmerin im Fernsehen. Was man früher von Gruner und Jahr gesagt hat, das kann man heute von RTL sagen. Wenn RTL Schnupfen hat, hat Bertelsmann Grippe. So viel von dem Gewinn von Bertelsmann liefert RTL ab. Womit, da werden wir noch drüber reden. Professor Markus Schächter, Intendant des ZDF, auch schon lange dabei, bis 2012 wiedergewählt. Ein Hausgewächs des ZDF, Pfälzer und mit pädagogischem Eros und einer vielfältigen Lehrerfamilie sehen Sie Ihre Aufgabe an. Herr Professor Wolf-Dieter Ring, so lange im Geschäft wie Herr Dötz, ja, beide sind Dauerpräsidenten und Gastgeber dieser tollen Medientage, ja, und Jugendschützer aus Leidenschaft. Philipp Schindler, mit seiner ganzen Familie wohnt er in London, weil er ist Geschäftsführer Nord- und Zentraleuropa der Weltmacht Google. Ja. Ich glaube ja, dass Ihre beruflichen Qualifikationen hervorragend sind, aber sie sind auch für mich eine der genialsten Personalbesetzungen in der Mediengeschichte. Es gibt einen Film, ich weiß nicht, ob er vielleicht gehört hat, dem Kläuber, der heißt Rendezvous mit Joe Black. Ich weiß nicht, ob ihn jemand gesehen hat. Das ist ein toller Film, der Herr Budgus nickt. Ja. Da spielt Brad Pitt den Tod. Das ist eine fantastische, sympathische Erscheinung. Alle mögen ihn und sagen, das kann doch nicht unser Mann sein, der uns die tödliche Umarmung zufügt. Brad Pitt hat sogar in diesem Film eine fantastische Liebesgeschichte, weil keiner ahnt, dass das einmal für alle die tödliche Gefahr sein wird. Und manche Leute sagen ja, was streiten sich hier die alten Medien untereinander? Die Weltmacht Google ist unser Problem. Dr. Herbert Gläuber, der letzte Österreicher hier in der Runde. Ja? Wir hatten früher hier Belgier, Luxemburger, Schweizer, Holländer und jetzt ist er übrig geblieben. Er ist in seiner Person ein Multi, ein vieles Seelen. Goethe hatte zwei, Faust hatte zwei Seelen in seiner Brust. Der Gläuber, ach, der ist Kinobesitzer, der größte deutsche Filmhändler, Produzent. Er überträgt aus der Metropolitan Opera und er macht auch schöne Filme. Ich war vor ein paar Tagen in Jud Süß, Weiderlas, nicht so voll, wie es Ihnen und mir gewünscht hätte. Aber es ist ein toller Film, ja. Kompliment dafür, er macht er auch. Jetzt haben wir diesen schönen Titel, Werte der Medien in der digitalen Welt. Wir wollen mal versuchen, erstmal die ökonomischen Werte vielleicht zu diskutieren, wobei meine größte Aufgabe ist, jeden so wenig dran zu nehmen, dass alle gleichermaßen beleidigt sind. Und dann vielleicht noch die Inhalte. Diese Veranstaltung ist ja auch immer ein Fortbildungsunterricht in Verbalistik. Der Professor Ring hat noch vom Gebührenmodell gesprochen. Letztes Mal hatten wir schon gelernt, im letzten Rundfunkänderungsstaatsvertrag, dass es eine Haushaltsabgabe ist. Das Wort ist jetzt auch gestrichen und wir werden ab 2013 einen Beitrag zahlen. Es gibt nämlich den Beitragsstaatsvertrag. Beitrag klingt nett, den zahle ich in einem Verein oder in einem Club, aber es ist ja doch eine Zwangsgebühr, Herr Ministerpräsident. Sie haben es ja schon angesprochen. Es gibt, in der nächsten Woche wird ja darüber geredet und ab 1. Januar 2013 zahlen wir diesen Beitrag. Jetzt regt sich die Wirtschaft sehr auf. 16 Verbände haben gesagt, das ist ja viel mehr, als wir bisher zahlen müssten. Ich habe mal so ein Beispiel, eine Bäckerei in Bayern, die sie angehen muss. Die hat bisher 967 Euro gezahlt nach dem Gebührenmodell und muss nach dem Beitragsmodell 6.616 zahlen, obwohl die in den Filialen gar kein Rundfunkgerät haben. Insgesamt hat die Wirtschaft ausgerechnet, würden sich die finanziellen Lasten um 800 Millionen erhöhen. Wird das noch geändert? Ist das Problembewusstsein vorhanden? Ja, wie immer in Deutschland geht es um die Gerechtigkeitsfrage. Jetzt tobt dort eine Diskussion, müssen nicht die Kleinen zu viel und die Großen zu wenig bezahlen.
Wir haben da Grenze mit 20.000 Beschäftigten, kommt natürlich sofort die Argumentation auf, wieso muss der kleine Bäcker oder Metzger überhaupt etwas bezahlen, wenn der Große mit 50.000 Beschäftigten ab 20.000 Beschäftigten gekappt wird. Manche fühlen sich auch dadurch zusätzlich belastet, weil sie bisher keine Beiträge oder Gebühren bezahlt haben. Und deshalb werden wir uns das bis nächste Woche nochmal anschauen, was ist davon berechtigt, wo es wirklich auch um ein Stück Schutz des Mittelstandes geht und was ist einfach bisher nicht erfolgt, die Gebührenzahlung. Im Übrigen wollte ich Ihnen nochmal sagen, Herr Marquardt, die Schlussbemerkungen vom Herrn Döpfner werde ich zum Anlass nehmen, den Stefan Mappus über Winnetou und Old Shatterhand zu informieren, wenn es um Stuttgart 21 geht. Also so wie er gesagt hat. Also wir schauen noch mal drauf, wir müssen schon drauf schauen, was ist da jetzt Pokern und was ist Tauziehen. Das erlebt man ja bei jeder Reform in Deutschland. Es gibt überhaupt keine Reform ohne dieses Totschlagsargument. Es geht ungerecht zu. Das muss man sich noch mal anschauen. Ist es berechtigt mit den kleineren? Ich habe gestern so einen Hinweis erhalten, Herr Marquardt, dass man sich eine Selbstregulierung auch in der Wirtschaft vorstellen könnte. Auch darüber werden wir nächste Woche noch mal reden. Insgesamt müssen wir das ernst nehmen und sachgerecht. Aber ich glaube, der Beitrag ist gerechter, der haushaltsbezogene Beitrag ist gerechter als die gerätebezogene Gebühr. Und deshalb bin ich auch dafür. Herr Butkus, Sie sind ja nah dran am Thema, weil Sie auch Justiziar und Verwaltungsdirektor waren in Ihrem früheren Leben, bevor Sie die Gesamtprogrammverantwortung hatten. Folgen Sie dieser Rechnung, dass Sie da so fabelhaft abschneiden? Die offizielle Darstellung von ARD und ZDF ist ja, es wird aufkommensneutral. Wir haben so viel Geld, werden wir einnehmen durch Beiträge wie früher. Aber es gibt ja Leute, die rechnen Ihnen vor, dass Sie 800 Millionen mehr kriegen. Das wäre doch schön. Was machen Sie damit? Das wäre schön, ist aber sehr unwahrscheinlich. Wir gehen wirklich davon aus, dass es ungefähr das ergeben wird, was bisher schon an Gebühreneinnahmen erzielt wird. Aber ich kann all diejenigen beruhigen, die da letzte Zweifel noch haben. Es ist nicht so, dass wir Einnahmen, die über unsere Bedarfe hinausgehen, über das, was unser Gesetzgeber anerkannt hat, einfach behalten können oder mit tun und lassen können, was wir wollen, sondern das wird von der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs sozusagen wieder berücksichtigt, auf neue Rechnung vorgetragen, sprich, dann würde eine Gebührenerhöhung eben ausfallen oder geringer ausfallen, um eben solche Mehreinnahmen damit zu verarbeiten. Das System gleicht sich also von selbst aus und deswegen ist die theoretische Möglichkeit, dass Mehreinnahmen erzielt werden, keine, die zu einer Mehrbelastung oder auch zu einer finanziellen Stärkung der öffentlich-rechtlichen Anstalten beitragen würde, sondern das wird dann wieder im System reguliert. Herr Schächter, der Kollege, genau wie Sie wahrscheinlich, nimmt Ihr Amtskollege Butkus die KEF sehr ernst, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Und Sie sagen, die werden das schon ausrechnen, was wir zahlen müssen. Aber die hat ja auch Sparvorschläge gemacht, die haben Sie nicht so sehr berücksichtigt. Also wenn es die KEF nicht gäbe, man müsste sie ja finden. Das ist im Übrigen auch die Vorstellung in Brüssel. Man gibt überall jetzt Direktiven in die einzelnen Länder, auch nach Frankreich, um sowas wie eine unabhängige Kommission auch darzustellen. Weil das so ist, haben wir sie immer ernst genommen. Das ZDF hat in den letzten 15 Jahren drastisch und dramatisch gespart. Wenn Sie den letzten Bericht lesen, ich sage das mit Zurückhaltung, stehen sogar Fleißkärtchen für das ZDF drin. Insoweit, also das stecke ich mir nicht ganz an. Wir sind dabei und wissen, dass wir nicht in einer Insel leben, dass sich Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens an gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zu orientieren haben und dementsprechend verhalten wir uns. Wir haben einen seit 8 Jahren dramatisch zurückgefahrenen Haushalt. Wir sind ausgeglichen und werden das, was wir uns vornehmen, nämlich mit einer schwarzen Null am Ende einer Gebührenperiode dastehen. Herr Seehofer, nochmal, Sie haben es wieder gesagt und seit Jahren hören wir das auf den Medientagen und in vielen Reden. Und Herr Döpfner hat es gefordert, Werbefreiheit, Sponsoringfreiheit in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, aber auch im Hörfunk, da gibt es ja unterschiedliche Werbung. Der Bayerische Rundfunk darf 160 Minuten im Hörfunk Werbung ausstrahlen, der NDR nur 60. Kann das sein, dass es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird? Jedes Mal, wir haben hier schon den Ministerpräsident Stoiber gehabt und kurzfristig Herrn Beckstein und jetzt Sie. Und immer heißt es, die klare Lehre,
Die einen Gebühren oder Abgaben oder Beiträge und die anderen Werbung. Aber es wird nicht realisiert. Sind Sie doch, die Ministerpräsidenten, Ihren öffentlich-rechtlichen Haussendern so nah, dass Sie dann nicht durchgreifen wollen? Nein. Ich habe auch so begonnen. Saubere Trennung, die einen die Gebühren, die anderen die Werbung. Nun hilft aber die schönste Idee nichts, Herr Marquardt, wenn Sie keine Mehrheiten dafür bekommen. Es war zum jetzigen Mehrheiten im Kreis der Ministerpräsidenten. Und die wiederum müssen sich rückkoppeln mit ihren Landtagen. Die können ja nur was vereinbaren, wo sie davon ausgehen dürfen, dass die Landtage zustimmen. Wir haben es diesmal nicht geschafft, diese klare Trennung herbeizuführen, aber es war im Geist der Ministerpräsidenten eine sehr starke Diskussion, diese in überschaubarer Zeit zu lösen. Und deshalb haben wir auch Arbeitsgruppen gegründet, werden weitere Gespräche führen. Ich würde da oder halte da, rein, da weiter fest an dieser Zielsetzung. Sie haben vorhin gesagt, dass allerdings brauchen dann die Öffentlich-Rechtlichen eine saubere Gebühr, mit der sie auch ihre Aufträge erfüllen können. Das ist die Grundbedingung. Wer von den Ministerpräsidenten ist denn gegen die Abschaffung der Werbung? Wissen Sie, ich bin doch nicht lebensmüde. Ja. Sie haben ja vorhin gesagt, die Vermittlung. Wir kennen uns, wir brauchen uns, wissen Sie, gegenseitig. Ja. Aber es war schon eine sehr starke Einstimmigkeit. Jetzt nehme ich mal einen, der ja gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz die Dinge ja sehr federführend momentan betreibt. Das ist Sachsen. Der Freistaat Sachsen ist entschieden für Beitragsstabilität einerseits und andererseits für diese Aufteilung der Werbung, wie ich sie gerade geschildert habe. Insofern gibt es schon Verbündete, man steht nicht alleine. Aber ich habe ja gesagt, irgendwo ist ein Rundfunkstaatsvertrag eines der schwierigsten Werkstücke, das man in der Politik hat. Sie brauchen 16 Länder, Sie brauchen 16 Parlamente. Und nur wenn die alle mitmachen, kommt es zu einem Staatsvertrag. Das muss man wissen. Also Veto. Und jeder Einzelne kann blockieren. Wenn ich nicht unterschreibe, gibt es nichts. Und deshalb muss man schauen, aus der Gesamtverantwortung heraus, dass es zu einer Lösung kommt und dass man jetzt mögliche Lösungen nicht so belastet, dass sie unwahrscheinlich werden. Das ist die Realität, der man eben ausgesetzt ist, wenn man Verantwortung hat. Also ich bin jetzt zufrieden mit dem, was wir haben. Das Wirtschaftsthema Mittelstand werden wir bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz im Oktober lösen. Und dann werden wir uns der weiteren Frage zuwenden, wie es mit der Werbung langfristig weitergehen soll. Frau Schäferkraut, ich springe einfach hier zum Thema, weil wir so viele Stichworte haben. Warum stellen Sie Ihre Programme nicht zu YouTube ein? Weil wir erstmal natürlich auf unseren eigenen Plattformen unsere Programme zeigen und weil es um uns darum geht, unsere Marken, Herr Döpfner hat das, glaube ich, eben in seiner Rede, markenbezogene Inhalte genannt. Und was für uns ganz wichtig ist, ist unsere Sendermarken im Zusammenhang mit unseren Programmangeboten zu zeigen und insoweit verfügen zu können, wie unser Content dargestellt wird, in welchem Umfang er dargestellt wird. Und wie der Zuschauer Zugriff auf den Content hat. Und das ist für uns erstmal die erste Priorität, dass das Verhältnis Marke des Senders zu den Inhalten gegeben ist. Sie wollen zusammen mit ProSieben, Sat.1 und mit Herrn Bartel eine Plattform anbieten oder entwickeln die? Wird, glaube ich, kartellrechtlich gerade geprüft. Nochmal 5 Euro. Ja. Also da kann man, das war ja dann echt ein freiwilliger Beitrag. Wie weit sind Sie mit diesem Modell? Die 5 Euro verstehe ich gerade nicht in dem Zusammenhang. Ich dachte, dass das Geld kostet. Nein. Das kostet kein Geld. Nein. Nein. Umsonst. Hier geht es alleine darum, um die Schaffung einer technischen Plattform, die es allen Content-Anbietern, also allen Inhalteanbietern der Kreativwirtschaft in Deutschland ermöglicht, unter einer Adresse Catch-up-Services abzugreifen und nachzufragen. Catch-up-Services heißt etwas, was ich im Fernsehen in der Originärausstrahlung nicht gesehen habe, 7 Tage später online zu stellen, zu werbefinanzieren und dem Zuschauer anzubieten, das nachzuholen, was er in der linearen Fernsehen versäumt hat. 5 Euro waren da nie im Gespräch, das ist ein gratis Zugang. Ich bin so schrecklich geirrt mit dieser Gebühr, dass Sie neue HD-Programme gegen Geld anbieten wollen? Das ist was ganz anderes. Das ist ja eigentlich was, jeder hat diesen Ton drauf, glaube ich. Ne? Ich hoffe, dass ich nicht im Original so klinge, wenn ich rausgehe auch noch.
Das ist jetzt eigentlich wieder was anderes. Es geht ja bei dem HD Plus um eine technische Gebühr, wie sie auch ein Kabelnetzbetreiber erhebt für die Verbreitung seiner Signale. Und, eine technische Gebühr? Das ist eine technische Gebühr, ja. Die Astra erhebt. Ja. Und Sie müssen unterscheiden, also das HD Plus Projekt, das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Bei dem einen sprechen wir über eine technische Plattform für Videoangebote, das heißt nicht über lineares Fernsehen, sondern über Video on Demand. Und auf der anderen Seite sprechen wir über die Ausstrahlung unserer linearen Sendesignale in einem neuen hochqualitativen Standard in HD. Und das bietet Astra mit der Plattform HD Plus an. Und der Zugang zu dieser Plattform kostet 5 Euro auf lange Sicht und ist ins Verhältnis zu stellen, wie Andreas Bartel gerade schon gesagt hat, zum Kabelzugang, wo Sie bereits 18 Euro zahlen. Die beiden neuen Partner stellen das hier so nett und harmlos dar, dass ich mich gar nicht verstehen kann, warum Sie sich darüber kürzlich so aufgeregt haben. Wir auch nicht. Weil es hier um Grundsätzliches geht. Zunächst einmal, das, was Herr Döpfner hier so auch nach vorwärts gerichtet dargestellt hat, das ist die Digitalisierung, die uns vorantreibt. Diese Digitalisierung ist der eigentliche Motor des Ganzen. Diese Digitalisierung ist in Deutschland noch auf dem halben Weg. Wir sind eines der Länder, die am wenigsten digitalisiert haben. HD ist der Treiber der Digitalisierung. Was wir gemeinsam seit Februar hingestellt haben, eine brillante Qualität an Bewegbildern, die uns auch heute bewegen, aus dem, was wir vom Bergwerk gesehen haben, also Fernsehen auf dem großen Screen in bester Qualität. Das ist das, was Fernsehen zum Leitmedium gemacht hat, was in der digitalen Welt auch wichtig ist. Das, was jetzt hier die beiden so harmlos darstellen, ist eine Verlangsamung, eine Bremse der Digitalisierung. Wenn Sie mal bei Radio Meier oder Radio Müller zuhören, wie ein Verkäufer darstellen muss, was HD Plus mit der Nutzungsreduzierung, also ihr dürft nicht alles aufnehmen, ihr dürft nicht zeitsouverän und ihr müsst auch demnächst noch ein Geld zahlen dafür, immerhin in der Größenordnung von 5 Euro pro Monat. Das ist das, ein bisschen mehr, als was das ZDF monatlich von der Gebühr, von dieser so umstrittenen, so gigantischen Gebühr bekommt. 5 Euro mehr müsst ihr bezahlen, um das zu kriegen, was ihr in Zukunft eigentlich wie in anderen Ländern auch ohne dieses Plus und ohne diese Verteuerung kommt. Das ist ein Grund, eine Bremse für die Digitalisierung, denn die Leute sagen, um Gottes Willen, ich krieg weniger, muss mehr bezahlen, da warte ich mal, bis die Technik sich neu eingestellt hat. Zweitens, ganz wichtig, wir machen mit diesem HD Plus einen Schritt in eine Welt aus Free TV raus. Wir gehen in eine Pay TV Lite Geschichte. Wir gehen aus einer Vorstellung heraus, die gerade ein öffentlich-rechtlicher Sender nicht tragen kann. Wir leben in einer Welt der Free Flow of Information. Das ist unser Prinzip in Europa. Und jetzt kommt plötzlich ein Weg, ein heimlicher Weg über HD Plus, bei allem Mitdenken, dass hier neue Geschäftsmodelle sinnvoll sind. Aber eine Vorstellung, dass über HD Plus das normale Programm in ein Pay-TV eingekapselt wird. Wenn das sich durchsetzt, ist das Ende von Free TV. Das ist für uns ordnungspolitisch, auch für das, was wir als duales System miteinander immer diskutiert haben, was Herr Döpfner zu Recht heute Morgen gelobt hat. Das ist ein Einstieg in eine ordnungspolitische Welt, die uns nicht recht sein kann. Free Flow of Information, kostenlos, zugänglich überall, kostenfrei. Das ist unsere Perspektive, die wird hier erheblich gestört. Frau Schäfer, gerade noch mal dazu. Ja, also es tut mir leid, ich kann es einfach so nicht stehen lassen. Das sind natürlich schöne plakative Schlagworte, aber bevor die irgendwo aufgenommen werden und auch nur im Ansatz für wahr befunden werden, muss man das, glaube ich, ein bisschen einordnen an der Stelle. Im ersten. Ich glaube, dass alles, was hier gesagt wird, aufgenommen wird. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, das ins Verhältnis zu rücken. Also zum ersten, 5 Euro, die Sie sagen, bekommt das ZDF von den Gebühren. Ja, aber von jedem, und zwar von jedem, der es sehen möchte oder nicht. Das ist bei HD Plus komplett anders.
Sie bezahlen das Geld für einen technischen Zugang und übrigens nicht nur für unsere Sender, sondern um alle Sender entsprechend dort in HD sehen zu können. Das Zweite ist, im Sport würde man wahrscheinlich sagen oder im Basketball, wenn ich selber, und ich habe mir den KEF-Bericht auch angeschaut, der hat, glaube ich, in der 17. Auflage irgendwie Ihnen zugestanden, für 4 Jahre alleine für das ZDF knapp unter 100 Millionen Euro, nur für die Umstellung auf HD. Der Basketballer würde sagen, wenn ich das zur Verfügung habe, würde ich den Ball ganz kurz auf Kniehöhe dribbeln, muss ich ganz offen sagen. Nächster Punkt ist, und das finde ich ganz wichtig, Sie sagen, damit bremsen wir die Digitalisierung. Sie sagen selber, Sie sind erst im Februar mit HD in die Netze gegangen. Das Problem der Digitalisierung haben wir nicht im Satelliten. Das wissen Sie auch. HD Plus ist ein Satellitenangebot. Im Satelliten sind wir bereits um die 60% digital. Das Problem haben wir im Kabel. Und da kommen sicherlich diverse andere Themen dazu, warum wir in Deutschland noch nicht digital sind. Und es bietet sich auch an, einen Blick in das Ausland. Denn Deutschland ist sicherlich eines der wenigen Märkte, die eine Ausnahmestellung im Verhältnis Inhalteanbieter, Kreativwirtschaft zu Plattformanbietern haben. Denn in allen anderen Ländern dieser Welt werden von den Plattformbetreibern eher die Inhalteanbieter dafür bezahlt, dass sie ihre Inhalte zur Verfügung stellen und müssen nicht für den Transport der Inhalte bezahlen. Das gilt übrigens in den meisten Kabelnetzen um uns herum in Europa. Insofern ist das Ansinnen an einer, ich denke nicht, das kann nur jemand sagen, der im KEF-Bericht wirklich 100 Millionen für die Umstellung zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist ja auch, ich würde ja auch tiefenentspannt hier sitzen an Ihrer Stelle. Das ist ganz klar, nur Sie müssen, und da finde ich, da müssen die Grenzen einfach eingehalten werden, uns zugestehen, dass wir an dem partizipieren wollen, womit Plattformbetreiber ihr Geld verdienen. Denn letztendlich, wir haben eine kleine Umfrage gemacht auf der Hohen Straße in Köln und haben Menschen gefragt, warum zahlen Sie 18 Euro im Monat für das Kabel? Und nur einer war dabei von 1000 Befragten, der gesagt hat, ich finde das Kabel, was auf der Wand kommt, so sexy, das ist mir 18 Euro im Monat wert. Die anderen glauben, dass sie dafür zahlen, dass sie den Zugang zu Inhalten bekommen. Und insofern müssen wir, glaube ich, die Inhalte so ein bisschen abwägen an der Stelle. Herr Döpfner, ist das Utopie von Ihnen? Also wir zahlen unsere Gebühr und wir zahlen vielleicht Pay-TV, wenn wir die Bundesliga mögen, und wir zahlen vielleicht 5 Euro an ProSieben und RTL. Und Ihr origineller Gedanke, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten Gebühren nehmen sollten, ist ja was ganz Neues. Ja, eigentlich müssten Sie sich darüber freuen. Haben Sie das schon mal mit jemandem gesprochen oder ist das wirklich heute eine Erstgeburt des Gedankens? Ja, ich würde sagen, eine öffentliche Erstgeburt des Gedankens vielleicht. Und ich würde mich freuen, weil ich sehe doch an dem Verlauf auch jetzt dieser Diskussion wieder, es ist ja ein Ritual seit Jahren, auch hier auf dieser Bühne und auf anderen Bühnen. Und ich glaube, wir kommen mit dem Ritual nicht mehr weiter. Es muss grundsätzlich gelöst werden. Es braucht eine grundsätzliche Architektur. Ja. Grundsätzliche Architektur. Wie wollen wir die schaffen? Es gibt ja demnächst TV-Hybrid. Dann haben wir zu Hause einen Bildschirm, da sind nebeneinander öffentlich-rechtliche und privat kontrollierte Programme, die eine Rundfunkräte, Verwaltungsräte, Medienräte, BLM etc. Und daneben ist ein anderes Programm, was vollkommen frei ist. Ja, das ist ein Thema für die Architektur, was niemand kontrolliert. Der Verfassungsrechtler Papier hat ja gesagt, es ist alles Rundfunk. Herr Sio, soll man das alles kontrollieren? Wie kriegen wir da eine Ordnung rein? So, jetzt nicht kaputt regulieren, das nicht, aber im Grundsatz bin ich schon der Meinung. Die Werbung haben wir behandelt, saubere Trennung zwischen privaten und öffentlichen. Demnächst. Beim nächsten Anlauf. Zweitens, ich unterstütze ausdrücklich diese 5-Euro-Idee aus den genannten Gründen. Obwohl ich weiß, das ist alles nicht so populär, unterstütze ich ausdrücklich. Und drittens hat der Professor Papier recht, wenn er sagt, Internet ist Rundfunk. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt kaputt regulieren, sondern dass wir gewisse gesellschaftliche Anliegen erfüllen. Für mich ist gerade der Schutz der Menschen ganz wichtig, beim Jugendschutz und beim Datenschutz. Und ansonsten sollten wir uns mit Regulierung zurückhalten. Da bin ich ganz bei Ihnen. Mehr Wettbewerb. Und natürlich, Sie sind zwar für Wettbewerb, aber für den Leistungsrechtsschutz sind Sie dann doch wieder. Da sehe ich aber gar keinen Widerspruch. Und den finde ich ordnungspolitisch absolut sauber, weil es ja eine freiwillige Sache ist. Ja, es wird ja keiner gezwungen dazu, das zu machen, sondern nur, wer diesen Inhalt will, der soll dafür bezahlen. Auch eine Marktwirtschaft braucht gewisse Regeln und deshalb braucht man den Leistungsrechtsschutz. Ja.
Herr Dr. Kallen, fühlen sich die privaten Verleger umzingelt, einerseits von den Öffentlich-Rechtlichen, die Online-Angebote in großer Menge machen, so ein Online, das hieß es ja, das ist begleitend für Tagesschau und heute. Tagesschau dauert 15 Minuten, heute 20. Wenn Sie sich dann das dazugehörige Online-Angebot ansehen, dann ist es ein Vielfaches. Ich glaube, die Tagesschau geht auf eine FAZ-Seite und das, was dann im Online kommt als Ergänzung, geht auf 5, 6. Einerseits von den Öffentlich-Rechtlichen, dann von Google. Was erwarten Sie von dieser Architektur, die Matthias Döpfner fordert, damit ein Markt intakt bleibt, in dem auch Qualitätsjournalismus und gute Zeitschriften und Zeitungen überleben können? Ich denke zunächst mal, dass es wichtig ist, dass wir in der Lage sind, die wir ja nicht Content haben, den wir einfach nur auf einem anderen Kanal abspielen müssen, dass wir eine wirtschaftliche Basis finden. Wir haben ja nicht ein Filmarchiv, das wir einfach irgendwo abspielen und einen weiteren Sendekanal haben, sondern wir müssen ihn ja neu entwickeln. Und wie der Ministerpräsident gesagt hat, es ist für uns absolut erstrebenswert, nicht von Subventionen abzuhängen. Wir wollen keine Subventionen und wir brauchen daher eine eigene wirtschaftliche Basis. Wir wollen am Ende auch nicht, dass diese Medien in die Hände der Bauunternehmer und der Rüstungsunternehmen fallen. Das ist in anderen Ländern in Europa an der Tagesordnung. Für uns ist es, glaube ich, nicht erstrebenswert. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und da haben wir natürlich ein paar ordnungspolitische Fragen und da haben wir ein paar Fragen, die liegen bei uns selbst. Herr Döpfner hat eine angesprochen, die bei uns selbst liegt. Das ist nämlich die Frage, dass wir in der Lage sind, von der Gratiskultur ein Stück weit wegzukommen und Geld zu nehmen für Angebote. Und das ist natürlich auch die Frage, wie in Zukunft eigentlich unsere Werbeformate aussehen. Wir haben bisher unsere Werbung versteckt. Wir werden sie sehr viel größer machen müssen. Wir werden sie fernsehähnlich machen müssen. Und wir werden sie auch anders honoriert bekommen müssen. Auf der ordnungspolitischen Seite ist natürlich die Frage, was macht öffentlich-rechtlich in Zukunft? Wenn da 800 Millionen, 1 Milliarde, 1,2 Milliarden, das sind ja die Zahlen, die da kursieren, zusätzlich in die Kassen kommen, werden die dann ausgegeben und das Internet quasi mit Gratisangeboten überspült, die es uns selbstverständlich schwierig machen, für irgendwas Geld zu nehmen oder nicht? Da würde ich auch gerne noch mal was zu hören. Und das Zweite ist natürlich auch die Frage der wirklichen Netzinfrastrukturbetreiber. Eben wurde gesagt, freier Zugang für alle. Herr Professor Ringen, Sie waren so freundlich davon zu sprechen, freier Zugang für alle, nicht abhängig von der wirtschaftlichen Macht. Auch die Kleinen müssen in der Lage sein, ihre Dinge anzubieten. Ich halte es für absolut essentiell. Wir haben im Printmedien nach dem Zweiten Weltkrieg ein System geschaffen, das nennt man Grosso, in dem sichergestellt wird, dass, obwohl es monopolistische Strukturen gibt, jeder in der Lage ist, seine Zeitungen und Zeitschriften in den Kiosk zu bringen und zum Endkunden zu bringen. Grosso ist heute im Netz zunächst mal Google. Und selbstverständlich brauchen wir dann auch Spielregeln, um sicherzustellen, dass alles so distribuiert werden kann, dass es da ankommt, wo wir möchten, dass es ankommt. Das heißt, dass wir gefunden werden, dass wir nicht andere Angebote vor die Nase gesetzt bekommen und dass wir fair partizipieren können an dem, was wirklich mit unseren Inhalten geleistet wird. Dafür brauchen wir den Leistungsschutz. Wenn wir den Leistungsschutz nicht bekommen, haben wir kaum Möglichkeiten, auf Augenhöhe zu kommen und mit diesen Leuten zu verhandeln, um unsere Möglichkeiten durchzusetzen. Wir sprechen heute von Google, wir sprechen morgen von Facebook und wir sprechen vielleicht übermorgen von Apple. Nur das grundlegende Thema ist immer ein und dasselbe. Das heißt, mein Plädoyer ist ganz klar, wir brauchen eine eigene wirtschaftliche Basis und bitte helfen Sie mit, dass ordnungspolitisch auch das getan wird, was notwendig ist, um das zu erreichen und wir nicht nur immer an Brüssel verwiesen werden, sondern auch die Dinge in Deutschland erledigen, die man hier auch erledigen kann. Das ist ein richtiger Einwand, weil man kann sagen, man muss es Deutschland geht nicht, man muss es europäisch lösen. Im Grunde braucht man eine Weltkartellbehörde, die wird es nicht geben. Und übrig bleibt Google. Herr Schindler, ich finde, dass der Kollege Kallen was sehr Nettes über Sie gesagt hat. Sie sind das Grosso. Ja, die Meinung teile ich so nicht, weil das Grosso muss auch die kleinste Zeitschrift noch vertreiben, vom Drucker zum Kiosk bringen, aber Sie so sortieren mit Ihren Algorithmen, hinter die alle versuchen zu kommen, sind Sie der große Gatekeeper und Verteiler und Sie beeinflussen die Sprache, weil jeder versucht natürlich über den Google-Traffic sein eigenes Geschäft voranzutreiben und Ihnen kommt eine riesige Macht zu und die ist eben nicht so fair wie das Grosso, das jede kleine Zeitschrift ausliefert. Nun,
Also ich sehe das naturgemäß anders. Ich sehe nicht, dass wir hier eine übermäßige Macht haben. Wir haben natürlich ein hohes Maß an Verantwortung. Was wir versuchen sicherzustellen, ist, dass Konsumenten die Inhalte, die von vielen Beteiligten hier, das wurde auch eben schon so angesprochen, im Internet selber zur Verfügung gestellt haben, wir versuchen, dass diese Inhalte für die Konsumenten einfach auffindbar sind. Und wir haben da einen komplexen Satz von computergenerierten Algorithmen, mit denen wir das versuchen. Wir versuchen, das individuell für jede einzelne Konsumentenanfrage im Interesse des Konsumenten zu ermöglichen. Da kann auch der noch so kleinste Anbieter dabei sein, wenn es ein relevantes Angebot aus Sicht des Konsumenten ist. Und deswegen der kleinste Anbieter hat nicht die gleiche Chance wie ein kleiner Zeitschriftenverleger, ja, der irgendwie die Anglerpost macht. Natürlich, wenn Sie sich für Angeln interessieren, dann können Sie auch als jemand, der, da gibt es sicher, ich weiß nicht wie viele Beispiele dafür, der einen hochattraktiven Blog zum Thema Angeln anbietet, können Sie absolut in den obersten Suchergebnissen präsent sein, wenn ein Konsument sich konkret für ein solches Thema interessiert und Sie haben dort ein entsprechend passendes, attraktives Angebot. Das ist doch gerade das Faszinierende an der digitalen Welt, dass gerade die Kleinen und dass gerade jeder eine völlig gleiche Chance hat wie die Großverlage. Das ist doch absolut faszinierend. In Wahrheit ist es so, dass sich sehr viele versuchen, den Google-Suchsystem anzupassen, um eine Chance zu haben. Sie müssen sich erkämpfen, oft unter Deformierung der Sprache. Das ist eine ganz kulturell bedeutende Situation, dass sich fast jede Firma beschäftigt, einen Google-Optimierer, um hinter ihre Geheimnisse zu kommen, damit sie bei ihnen genannt werden. Das kann hinterher natürlich zu einer Auslese und einer Deformation führen. Naja, also was Sie gerade beschreiben, ist einer der wesentlichen Gründe, warum wir den Algorithmus nicht offenlegen. Ja, denn wenn wir den Algorithmus offenlegen würden, dann wären wir genau in der Situation, wie das mit Virenherstellern, also Virenschutzprogrammherstellern und den Virenanbietern entsprechend der Fall ist. Man muss dann natürlich dafür sorgen, dass die Ergebnisse möglichst unabhängig und möglichst im Interesse des Konsumenten sind. Das ist natürlich unsere Form von Qualitätssicherung. Und deswegen, oder genau aus dem Grund, gehen wir natürlich hin und öffnen den Algorithmus entsprechend nicht. Es gibt immer wieder Versuche, wir sprechen intern vom Spammen, also sich da hoch zu spammen, aber wir haben große Teams und eine Menge an Technik, die versuchen, das soweit es geht auszuschließen. Herr Döpfner, wie gefährlich ist aus Ihrer Sicht die Googlifizierung der Medien? Ach ja, also wissen Sie, bei der Google-Thematik ist natürlich auch die Bigotterie nicht weit, weil die Verlage stellen die Suchmaschinenoptimierer ein und orientieren alles dorthin und profitieren sehr stark von Google, so wie sie jetzt von Apple profitieren, so wie sie von Facebook noch mehr profitieren könnten, bis sie dann irgendwann erkennen, dass Facebook vielleicht noch gefährlicher ist als Google. Und insgesamt, glaube ich, liegt in diesen ganzen großen Playern, wie so oft im Leben, ganz viel Chance, die wir alle nutzen und von der wir gerne profitieren wollen. Aber natürlich, wenn Dinge außer Kontrolle geraten, auch Gefahr. Es ist ganz klar, ein Großteil der Online-Geschäftsmodelle, mit denen heute Verlage Geld verdienen, und das ist ja interessanterweise im Regelfall nicht das Inhaltegeschäftsmodell, denn dort fehlt uns noch der zweite Erlösstrom, den wir unbedingt erschließen müssen, sondern es sind in der Regel andere Geschäftsmodelle, wie performancebasierte Vermarktung, Rubrikenplattformen oder spezialisierte Suchmaschinen. Das sind alles Geschäftsmodelle, wenn Sie ganz genau gucken, die im Grunde in relativ kurzer Zeit durch fast eine knopfdruckartige Entscheidung von Google abgeschaltet werden können. Und daraus entsteht natürlich ein hohes Maß an Abhängigkeit. Ich glaube, Google ist so klug, das nicht zu tun, weil auch Google weiß, dass der größte Feind von Google Googles Erfolg und Googles Größe ist und natürlich dann irgendwann auch regulatorische Eingriffe. Das Microsoft-Beispiel ist noch in wacher Erinnerung. Und insofern, glaube ich, ist das bisher in der Balance. Und wenn Wettbewerb so weitergeht und auch andere große Player entstehen und wir insgesamt einen klaren Rahmen der Spielregeln haben, einen klaren Rechtsrahmen haben, der auch den Inhalteanbietern eine Perspektive für ein nachhaltiges Geschäftsmodell gibt, dann sehe ich das gelassen und positiv. Wenn allerdings sich sozusagen so eine Art Piratenmentalität durchsetzt, ja, und auch der BDI der Piratenpartei beitritt und wir da sozusagen jetzt kollektiv diese neue Lust am Kostenlos-Shopping bekommen und wir dann demnächst auch durch den Supermarkt gehen und sagen, die Milch nehmen wir auch lieber kostenlos mit. Wenn das sozusagen in dieser, sagen wir mal, nachgeholten Form von Webkommunismus sich tatsächlich flächendeckend durchsetzt, dann allerdings wird es sehr problematisch.
Und insofern ist das alles eine Frage, die Dinge müssen in der Balance im Wettbewerb bleiben. Das ist es am Ende. Ihnen, ja. Der Diebstahl geistigen Eigentums ist nahezu straffrei. Wenn ich in einen Supermarkt gehe oder eine arme Frau klaut ein Stück Seife, wird sie gefilmt und angezeigt. Wenn jemand kreative Leistungen stiehlt, raubt, piratet, das passiert ja ununterbrochen, haben wir keinen Schutz. Da ist es noch in Zeiten wie früher, brauche ich dem Musikwissenschaftler nicht zu erzählen, dass die Witwe von Johann Sebastian Bach als Bettlerin geendet ist. Und Goethe wäre auch beinahe mit seinem Werther bestohlen worden, weil das nicht geregelt war. Herr Dötz, sind Sie auf Seite der Kreativen im Leistungsschutzrecht? Ja gut, wir haben das Leistungsschutzrecht seit ein paar Jahren. Insoweit ist nachvollziehbar, was Herr Döpfner hier gesagt hat. Aber dahinter steckt natürlich ein entscheidendes Kriterium, der Wert der Inhalte. Man hat ja heute manchmal den Eindruck, wenn man über Werte redet, es geht nur noch über den Wert der Netze. Aber was sind die Netze ohne die Inhalte? Und darum ist das Selbstbewusstsein, das Herr Döpfner hier mal eingebracht hat, auch dringend nötig, gerade in dieser aktuellen Stufe der Diskussion. Markus Schächter mag da zwar mit Klischees aus der Vergangenheit noch argumentieren, wenn er über die Zukunft redet, aber dann sollten wir uns mal auseinandersetzen mit dem, was Herr Döpfner hier gesagt hat. Dabei nicht vergessend, dass es noch den sogenannten klassischen Rundfunk gibt, das klassische Fernsehen, den klassischen Journalismus. Das sind nicht alles irgendwelche Holzblocker oder wie auch immer. Also nicht nur die Zeiten, in denen Wikipedia noch Brockhaus hieß, sondern dass wir hier also mit dem Selbstbewusstsein einerseits auftreten. Wir haben da noch ein paar Baustellen aus der Vergangenheit, aber dann doch das mal diskutieren, was Matthias Döpfner sagt. Und es ist klar, der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann dies machen. Europäische Wettbewerbsrechtsprechung, alles klar. Und das, was gerade Markus Schächter anfängt, so klammheimlich da mit seiner Plattform, die er da einstellt, als Abwehrmechanismus zu dem, was RTL, ProSieben und Sat1 planen, ist ja nichts anderes als eine Teilprivatisierung des ZDF aus sich selbst heraus. Und dann kommt eben das wunderschöne ZDF Enterprises. Und das wäre ja, Herr Döpfner, dann praktisch die Plattform für das, was Sie künftig ZDF zugestehen. Und nochmal, Schächter, wie ich ihn kenne, ist er auch schon längst mit Google in Verhandlung. Warum soll er das Arte in Blick auf YouTube überlassen? Also da gibt es wirklich jetzt die Themen, wie Herr Marquardt, über die wir dann auch aus dem Geruch kommen, in dem wir hier oft sind, als ob wir nur die Schlachten der Vergangenheit schlagen. Und dann landen wir nämlich da. Und dann landen wir trotzdem, ich sag mal, da, wo es auch wieder gilt, einen Auftrag zu definieren. Den privaten Bereich, diese Selbstprivatisierung, können Sie nicht staatlich regeln. Das geht da nicht mehr. Aber es bleibt das Kerngeschäft dessen, was soll Rundfunk noch sein. Und das im Zuge der Entwicklung, die Sie aufzeichnen, wird es bedeuten, Herr Döpfner, dass es immer weniger von dem gibt, was man heute noch als klassisch öffentlich-rechtlichen Auftrag begreift. Weil es geht dahin, wo es sein muss, in die private Wirtschaft. Da, wo vieles hingehört, was heute öffentlich-rechtliche Rundfunk glaubt, machen zu sollen, zu dürfen, was eben die entscheidende Wettbewerbsverzerrung gegen uns Privaten ist, Finanzierung mit Gebührenmitteln. Dann stehen wir am Anfang einer Entwicklung, dass das ganze Mediensystem verändern wird, wo der Staat noch den Auftrag hat, einen klaren Korridor für Angebote zu definieren, die öffentlich-rechtlich nur so finanziert werden können. Und alles andere ist privater Markt. Und davor haben wir keine Angst. Um das mal ganz klar zu sagen. Das ist ein neuer Wettbewerb. Aber man kann eben nicht, und das ist der Fehler dieses jetzigen Staatsvertrags, einerseits im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Tür aufmachen, um dann zu jammern, wenn er durchgeht. Und genau die Situation haben wir. Herr Seehofer, Sie werden morgen bei dieser Diskussion, da gibt es noch viele Fragezeichen, lieber Herr Döpfner. Bei dieser Diskussion, diese unsägliche Diskussion über Presse ähnlich, Presse unähnlich, Presse vielleicht ähnlich und Rundfunk oder nicht Rundfunk, wären Sie los. Aber das wäre jetzt mal ein Denken nach vorne. Und von daher auch die Einladung, weil Schächter noch mal glaubte, das Rad zurückdrehen zu müssen. Ich sage heute nicht, dass wir die Werbung abschaffen müssen. Ich sage nicht, dass das alles andere notwendig ist. Das weiß hier jeder. Also lassen wir doch mal Döpfner diskutieren.
Ja, wir wiederholen ja diese Argumente und Standpunkte in dieser Runde zum Beispiel auch anderswo deswegen, weil es ja nicht gelöst wird, weil es immer irgendwo sich hergeschoben wird. Aber dann stellt sich doch der Herr Ministerpräsident hin und sagt, na ja, wir machen es mal. Herr Gott nochmal, das haben alle Ministerpräsidenten uns jetzt 15 Jahre gesagt. Sie müssten es langsam kapiert haben. Ich fange jetzt auch nicht wieder an damit, sorry. Sie haben doch auch mal... Darf man was sagen? Sie haben doch auch mal Ministerpräsidenten begleitet in anderer Funktion. Ja, die haben ja auch das private Fernsehen dann hingestellt, aber jetzt geht es um die Finanzierung. Hinter dieser Anspielung des Ministerpräsidenten Demokratie steckt die Tatsache, Demokratie wäre so schön, wenn man keine Mehrheiten bräuchte. Ja, ich wollte das nur schnell erklären, was Sie da so suffisant angemerkt haben. Der Jürgen Dötz war in einem früheren Leben mal Pressesprecher des Ministerpräsidenten Bernhard Vogel. Herr Seehofer, seit wann lässt sich die bayerische Medienpolitik von Sachsen vorschreiben, wie es gehen soll? Hinter diesem Vetorecht, was alle Landtage und alle Ministerpräsidenten haben, wie Sie ja gesagt haben, steckt natürlich auch die Möglichkeit jedes Einzelnen der 16, sich hinter den anderen zu verstecken und sagen, sorry, ich bin ja dafür, aber einer ist dagegen und wer der böse Bube ist, das sagen wir nicht. Ja? Der große Ertrag ist doch jetzt, dass wir mal die ganze Schnüffelei und Gebührenhinterziehung und so weiter beenden, indem wir auf den Haushalt gehen. Wenn da ein Haus steht und ein Haushalt vorhanden ist, ist das nicht so manipulationsanfällig wie die Frage, hast du auch ein Fernsehgerät in diesem Haus? So, dieser Punkt ist weg, der lag mir sehr am Herzen, dass man diese ewige Schnüffelei wir meinen ja die Werbung, der Herr Dötz und ich, reden seit 20 Jahren über die Werbung. Ja, aber er hat sie ja auch nicht abgeschafft. Wissen Sie, das ist ja immer das Schöne, dass man gern von den Nächsten... Ich bin da explizit dafür, aber dieses Mal war der Schwerpunkt ein anderer. Dieses Mal war der Schwerpunkt, dass wir Gebührenstabilität herbeiführen, dass wir diese unmögliche Bemessungsgrundlage, hast du jetzt zwei Apparate, drei Apparate, hast du noch im Auto Apparat und dass die Schnüffler der GEZ kommen und sozusagen die Privatsphäre durchleuchten. Das ist jetzt weg. So, und deshalb machen wir mal in Deutschland das, was jetzt möglich ist und diskutieren nicht noch 3 Jahre. Und dann haben wir gleichzeitig eine Gruppe eingesetzt, die dafür sorgt und sorgen soll, dass die Stabilität gewährleistet wird und dass wir bei der Werbung weiterkommen. Also wir haben das jetzt nicht einfach in die Schublade gelegt. Und insofern haben wir schon was nach vorne gebracht. Es ist mir noch nicht gelungen, alle Teilnehmer dran zu nehmen, aber der Herr Butkus wollte unbedingt was zu Herrn Dötz sagen. Ja. Weil, glaube ich, bei dieser Wortmeldung sehr deutlich wird, welche unterschiedlichen Positionen von Herrn Dötz und von Herrn Döpfner vertreten werden. Während Herr Döpfner heute, finde ich, sehr bemerkenswert klargestellt hat, dass der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen nicht in Frage gestellt wird, ihr Bestand und auch ihre Entwicklung in digitale Zeitalter hinein, wird das doch im Grunde von Herrn Dötz wegfilibustert. Und all das, was da heißt, man darf da irgendwie nicht und muss Begrenzungen auferlegt bekommen. Ja, was haben wir denn mit dem 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag bekommen? Massive Begrenzungen, die uns 80% des Umfangs gekostet haben, die bei Tagesschau.de beispielsweise fast 200.000 Videos aus dem Netz haben bewegen lassen. Und jetzt wird gesagt, das hat alles noch nicht gereicht, wir müssen weitermachen. Nein, wir können, glaube ich, ernsthaft diskutieren auf einer Basis, die anerkennt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und zwar im analogen wie im digitalen Bereich, nach wie vor eine wichtige zivilisatorische Säule ist, dass er seinen Auftrag hat. Und deswegen muss man diesen Auftrag gar nicht umdefinieren oder neu definieren. Der ist klassisch und er ist im analogen Medium genauso wie im digitalen. Und wenn wir dort aufeinander stoßen und wenn es dort wirklich Probleme beispielsweise für die Verleger bereitet, dann können wir auch sachlich miteinander diskutieren, wo liegen denn diese Probleme. Ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk keineswegs das größte Problem darstellt oder überhaupt ein Problem. Aber wenn wir Sachverhalte diskutieren, dann können wir auch zu Lösungen kommen. Und wir werden nicht die sogenannten Gratis-Apps als Ideologie vertreten. Tagesschau.de wird ein unentgeltliches App sein. Wir werden aber auch mit Apps herausgehen und auf den Markt kommen, die dann zusätzliche Entgelte erfordern. Wir müssen auch Erfahrungen sammeln, was funktioniert überhaupt in der digitalen Welt. Und da werden wir sicherlich auch Rücksicht darauf nehmen, was beispielsweise Verlegern wehtut und deren Zukunft bedrohen könnte. Aber bitte schön, nicht auf der Basis, dass man immer wieder vermittelt bekommt, es geht im Grunde um was anderes, nämlich darum, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Entwicklungschancen in der digitalen Welt streitig zu machen. Herr Schächter, wie gefällt Ihnen der Vorschlag vom Herrn Döpfner, Geld zu nehmen für die Apps? Also ich liebe Winnetou und ich glaube, dass das, was Döpfner nicht nur in der Sache, sondern in der Tonalität hier reingebracht hat, weiterführend ist. Und ich glaube, dass wir über Sachverhalte
Themen auf dieser Grundlage einer gegenseitigen Anerkennung der Aufgaben, der Möglichkeiten und der Grenzen miteinander zusammenkommen, dass Zeit ist. Das war mein Interview, dass wir aus den Schluchten und den Schlachten von Verdun rauskommen, was uns immer hier in den letzten 20 Jahren nicht weitergebracht hat, sondern sagen, Schnitt, wir sind jetzt soweit, es gibt eine gesetzliche Grundlage, lasst uns zusammensetzen, die Grundlage von Döpfner gefällt mir gut, um zu schauen, was sind die Perspektiven. Eins der Döpfner allerdings ist auch wichtig. Im Netz spielen die Öffentlich-Rechtlichen nicht diese Rolle, die sie ihnen zuerkennen. Auch selbst wenn das Geld, von dem Herr Kallen eben gesprochen hat, zu uns käme, von dem wir wissen, dass die KEF, Herr Fischer-Heidelberger ist hier, die KEF es umorganisiert, selbst wenn es ein Geld gäbe. Im Netz sind die Marktanteile verteilt. Spiegel.de, Bild.de ist 20 Mal größer als Tagesschau.de oder Heute.de. Das sind Perspektiven. Wir haben uns festgelegt, dass wir videogetrieben sind in unserer Heute.de-Architektur und haben deshalb auch einen überschaubaren, aber einen soliden Erfolg in der Nachfrage derer, die sowas suchen. Ich glaube, dass wir in der konkreten Betrachtung dieser Fragen weiterkommen können. Ich bin sehr bereit, sofort bereit, auf der Grundlage eines solchen Gesprächs über die Zukunft von Mobil, Android und all den Dingen, was Sie dargestellt haben, von denen wir wissen, dass sie in 3 Jahren schon wieder anders aussehen, zu sprechen, was ist die Rolle. Und mir ist es sehr daran gelegen, deutlich zu machen, dass wir die Situation der Verleger kennen, dass wir Perspektiven gemeinsam suchen, weil wir, und das haben Sie auch deutlich gemacht, jetzt am Anfang einer neuen Zeit sind, wie immer wir sie nennen werden. Sie wird in der Konvergenz der neuen Möglichkeiten, neue Gemeinsamkeiten der qualitätsorientierten Allianz brauchen. Und deshalb bin ich sofort bereit, zusammenzukommen, zu gucken, was sind die Bedingungen der Möglichkeit, Bedingungen des Erfolgs, um zusammenzukommen, damit wir hier diese Schlachten von gestern vergessen und nach vorne schauen. 2015 wird das Hybridfernsehen bei uns Regel sein. Die Konvergenz wird sichtbar sein. Die Konvergenz geht Leanback, geht ins Wohnzimmer, geht in die Zeit und in die Orte, wo es wirklich interessant ist, Geld zu verdienen. Das sieht ja Google, indem es Google TV seit der letzten Woche ausgerufen hat. In dieser Zeit müssen wir zusammenstehen. Ich bin bereit, auf der Grundlage dessen, was Sie heute vorgetragen haben, miteinander zu reden. Herr Professor Ring, ja, es darf geklatscht werden. Ja. Herr Professor Ring, auf der Suche nach den Schlachten von morgen und nach der Architektur von morgen komme ich auch nochmal auf das zurück, was der Schächter gerade sagt, dieser geteilte Bildschirm. Da kommt noch Google TV dazu, die werden es in Amerika nicht ausprobieren, ohne es dann auch nach Nordost und Deutschland, Europa zu bringen, eine ganz neue Situation. Und dann habe ich zu Hause im Wohnzimmer auf dem Bildschirm, den ich dann mit meiner einzigen, ein und derselben Fernbedienung teilen kann, habe ich regulierte Programme, öffentlich-rechtliche und privat regulierte, streng von der BLM. Und daneben sind Wilde, die vielleicht gar kein Fernsehen sind, nach Professor Papier aber doch. Ja, muss man dann die alte Regulierung aufgeben, weil man sagt, es ist die Anarchie ausgebrochen, oder muss man auch versuchen, die neuen zu regulieren? Weil es ist ja ein ungleicher Wettbewerb, wenn die einen machen können, was sie wollen, und die anderen haben strenge Auflagen zu erfüllen. Ist das eine neue Aufgabe für die Landesmedienanstalten oder für die Politik? Wer reguliert diese neuen Wettbewerber? Also erstmal sind wir ja nur diejenigen, die geltendes Recht zu vollziehen haben, und die wesentlichen Grundstrukturen setzt der Gesetzgeber und setzt die Politik. Zum Zweiten haben wir ja diese konvergenten Problemlagen, die jetzt an dem Beispiel des Hybridfernsehens ja auch sehr deutlich werden. Da sind wir ja dabei, in unserer Rechtsordnung konvergente Fragestellungen, das hat auch der Ministerpräsident heute in seiner Rede gesagt, konvergente Fragestellungen im Auge zu haben und vernünftige Antworten zu geben. Und natürlich wird die Regulierung von morgen eine völlig andere sein als die Regulierung von heute. Aber dass es Regulierung geben muss, davon bin ich fest überzeugt, gerade auch mit der Frage der Marktmacht von Infrastrukturanbietern und die Frage, wo bleiben die Inhalteanbieter? Wir haben ja schon eine ganze Reihe von Punkten heute hier angesprochen. Also heißt die Herausforderung, hier konvergente Entwicklungen
hier insgesamt zu betrachten. Es kann nicht nur mal darauf ankommen, welcher Übertragungsweg ist gemeint. Das war beim Jugendschutz ja auch schon. Es kommt nicht auf die Frage des Übertragungsweges an, bei aller Unterschiedlichkeit, sondern die Frage ist, wo sind gefährdende Inhalte und wie gehe ich mit solchen Inhalten um und wie versuche ich da ein Stück gegenzusteuern. Da haben die Länder gerade seit ein paar Jahren im Zusammenwirken mit dem Bund eine Regelung getroffen. Und wir haben ja jetzt wieder ab 1. Januar eine weiterführende Regelung, die konvergente Fragestellung im Jugendschutz hier beantworten soll und da Lösungen anbieten soll. Also ein schwieriges Kapitel, ist klar. Aber umgekehrt wird man nicht die zunehmende Bedeutung eines Übertragungswegs wie das Internet in einen rechtsfreien Raum stellen, nur weil wir konvergente Entwicklungen haben. Man wird sagen müssen, und das finde ich auch eine richtige Diskussion, was ist sinnvoll und richtig, wie sieht es international aus, auch ein wichtiger Punkt, und wie kommen wir hier weiter. Lassen Sie mich noch mal einen Punkt kurz ansprechen, weil mir der auch aufgrund der Diskussion sehr, sehr am Herzen liegt. Ich finde es richtig gut, dass wir heute hier in dieser Runde, hier auch ausgelöst durch die Keynote von Herrn Döpfner, mal in den Vordergrund rücken die Frage, worum geht es eigentlich hier? Es geht um Inhalte. Es geht um Qualität der Inhalte, es geht um professionelle Inhalte und es geht um die Frage, wie man dem Nutzer diese Inhalte garantiert. Und wenn man das nicht finanzieren kann, wenn man da nicht Lösungen findet, die auch das Kreativpotenzial dieses Landes und andere entwickeln, dann sind wir auf dem falschen Weg. Deswegen müssen wir darauf Antworten geben. Und vielleicht noch eine Anmerkung, ich will jetzt nicht wieder die Diskussion von vorne, wir haben so viele Themen, aber ich habe es jetzt nicht so empfunden, Herr Schächter, dass also der Herr Dötz die Diskussion von gestern führt und der Herr Döpfner die von morgen. Der Herr Döpfner hat genauso wie wir schon oft hier, das soll uns aber nicht den Blick verstellen auf zukünftige Gespräche, das sage ich auch, unterstreiche ich auch, die Problemlagen im Wettbewerb von privat und öffentlich-rechtlich angesprochen. Das war immer unser Thema. Natürlich verändern sich diese Wettbewerbsprobleme und Fragen. Und ich finde, da muss man einhaken und muss schauen, wie bleiben gerechte Chancen für beide Bereiche. Und da finde ich es gut, wenn wir das Gespräch vertiefen, wenn wir hier über Lösungen nachdenken. Ich finde auch die Idee, Apps werden bezahlt, das ist sehr interessant. Ich bin gespannt, was Fischer Heidelberger und die KEF zu sowas sagt. Hier mal, wenn plötzlich da Einnahmen fließen, das könnte ja mal sich richtig massiv entwickeln, nur damit hier sozusagen die Wettbewerbsverzerrung vermieden wird. Das ist ja der Ausgangspunkt. Also lass uns über diese Fragen reden, auch weiter streiten, ob die Weichen richtig gestellt sind. Aber lass uns auch diese veränderten Bedingungen hier sehen und auch die Gemeinsamkeit der klassischen Medien, auch in diesem Veränderungsprozess. Ich habe das heute gestriffen in meiner Rede, ich will das nochmal unterstreichen. Die Gemeinsamkeit der klassischen Qualitätsmedien, da gehört privater Rundfunk, da gehören die Printmedien und da gehört der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu. Ich möchte ja unbedingt im letzten Teil unserer Runde auch nochmal auf die inhaltlichen Werte zu reden bekommen, in diesem Leitmedium Fernsehen und Rundfunk. Aber dazu gehört auch, Herr Dr. Gläuber, das Leistungsschutzrecht. Es wird ja gestohlen bis dort hinaus. Die Piraten verlangen uns von den Kreativen die Herausgabe von Filmen, von Beiträgen. Ich denke mal an YouTube, da gibt es 1000 Ausreden. Aber der wunderbar von uns allen geliebte Gerhard Polt, der ist in YouTube zigtausend Mal gezeigt worden mit seiner Rede. Keine Chance, an das Geld zu kommen. Es sind wirklich Diebe und Räuber unterwegs. Und erklären Sie, die Zukunft, um Kreative zu schützen, liegt ja vielleicht auch mal in einer Organisation wie der GEMA, der sich viel mit Musik handeln und immer bezahlen müssen als Radiounternehmer und als Opernverbreiter. Wie ist das bei der GEMA geregelt? Ist das ein Vorbild für Leistungsschutzrecht? Gut, man darf nicht vergessen, die Musik hat sich schon vor 50 Jahren oder noch länger her so durchorganisiert, dass ja, eben jeder... Strauss, ein Komponist hat das erfunden. Gut, ja. Jeder Klavierspieler in einer Bar spielt seine Songs und schreibt eine Liste und die GEMA ist so eben aufgestellt, dass sie in der Lage ist, eine relativ flächendeckende und ordentliche sozusagen Inkasso-Organisation zu betreiben, mit großem Aufwand, muss man auch sagen, heute nicht mehr sehr zeitgemäß, wenn man die Kosten-Nutzungsrechnung der GEMA anschaut. Und in der Nachverteilung, also das Geld, die Millionen, Millionen, Millionen Beträge, die dann eingenommen werden,
in der Unterverteilung, wer bekommt was, welche Prozente und so weiter, ist auch ein Dauerstreit, wenn Sie Herrn Professor Kreile, der mal GEMA-Präsident war, oder sein Sohn, der da sehr kundig ist, fragen. Also die Prozessflut innerhalb der GEMA ist größer als die Verfolgung von audiovisuellen Diebstahl, auch heute noch, obwohl sie sozusagen auf eine Basisorganisation zurückgreift, die funktionsfähig zu erscheinen ist. Ich glaube, nur wichtig ist auch, die Diskussion nochmal auf die Inhalte zu lenken, weil letztendlich, ob jetzt Herr Schächter ein Pay-TV betreibt oder die 5 €, die letztlich auch von Frau Schäferkort jetzt für die HD-Ausstrahlung verlangt wird, oder ob es die 8 Milliarden und das neue Gebührensystem sind. Alles das muss ja sozusagen zum Schluss dazu dienen, dass also Unterhaltung und auch natürlich Kulturelles und sonst Programminhalte gemacht werden. Wir sehen ja selber mit fast 6.500 Spielfilmen und 25.000 Stunden Programm, wie unglaublich kompliziert es geworden ist, die Verwaltung solcher Inhalte gegenüber den verschiedenen Marktteilnehmern. Also das Catch-up-Recht ist ein neues Recht, das Sie mit den Amerikanern nachverhandeln müssen, wenn Sie einmal, weiß nicht, wie wir Harry Potter oder Herr der Ringe gekauft haben, für 4 Ausstrahlungen in der Bundesrepublik, und haben heute nur wenige Jahre, also nur 5, 6 Jahre danach, mit dem wirklichen realen Rechte ziselieren zu tun. Früher gab es Fernsehen free und Kino und sonst nichts. Also wie ich angefangen habe 1940, geradezu auch nur ARD und ZDF. Und das ZDF hat Aufträge vergeben, die ARD weniger. Und das war das gesamte Mediengeschäft, ja, als Kirch begann, um das mal zu zitieren. Heute haben wir 25 Juristen und vielleicht 50 Leute in einer Materialabteilung, um Fitzelchen, also gestern ist Joan Sutherland gestorben, Herr Döpfner, Sie erinnern sich, eine grandiose Sängerin. Wir haben aus der Metropolitan Oper eine Bohème, und es werden 4 Minuten vom ORF, 7 Minuten hier, da, und plötzlich wird sozusagen jeden dritten Tag, leider stirbt jemand oder hat 100. Geburtstag, Gustav Mahler ist der Nächste, und Sie haben eine wahnsinnig komisch, weil jeder sagt dann auch bei Dreisat, ja, aber Sie wissen schon, nicht exklusiv noch hier und in der Kabeleinspeisung da, aber örtlich denn hier nicht, und dann haben wir auch noch ein YouTube, und zum Schluss können Sie im Grunde genommen die Blockade nicht mehr bewerkstelligen. Die Verlage werden sich noch wundern, wenn sie sich richtig in die Inhalte stürzen, was es nicht nur um die Kreativität ist, einen Journalisten dazu zu bringen, einen ordentlichen Beitrag zu machen, sondern das gesamte Sammelsurium, was dann hinten dran hängt, um das auch noch irgendwie zu vermarkten, also dass zum Schluss ein bisschen Geld rauskommt, das ist eine Mammutaufgabe, auf die sozusagen auch noch managementmäßig viel Kreativität aufgewandt werden muss. Und da wird sozusagen das Milliardenthema Gebühr und so weiter uns alle noch lange bedienen. Und deswegen bin ich heute mit Herrn Schächter ein Herz und eine Seele. Mehr Neo soll es geben, dann gibt es mindestens wieder ein bisschen Geld im Kreis. Aber nicht zu viele, Herr Schächter, nicht zu viele. Herr Dr. Kallen, wo sind die Verlage bedroht? Ich finde das völlig richtig, was Matthias Döpfner sagt, der BDI, das ist ja skandalös, ja, dass die sich an die Spitze der Räuber und Diebe stellen und sagen, das zahlen wir nicht, das ist umsonst. Wo sehen Sie denn eine Chance, dass die Kreativen an ihr Geld kommen, dass Leistung honoriert wird und damit auch der Markt intakt bleibt? Es ist ja übrigens nett, dass derselbe BDI nach China fährt und sagt, ihr müsst unseren Patentschutz akzeptieren, ihr dürft unsere Produkte nicht klauen, ihr dürft nicht, um Geld zu sparen, mal eben die Autos nachbauen, die wir gemacht haben, die Pharmazeutika kopieren oder irgendwas Ähnliches, und in Deutschland von dem, was sie in China erzählen, überhaupt nichts mehr wissen. Ich weiß nicht ganz genau, wofür da I steht. Vermutlich nicht für Intelligenz. Die Frage ist, was ist die Kehrseite, wenn wir nicht unsere Leistungen schützen? Sie haben eben für meine Gruppe zu Recht gesagt, unser Geschäftsmodell in den Verlagen digital hängt heute letztlich an dem Goodwill von Google. Das ist ein Knopfdruck und unsere Geschäftsmodelle sind weg. Das kann man jetzt entspannt sehen und sagen, so ist das Leben und die werden schon vernünftig sein. Oder man kann sagen, brauchen wir eine rechtliche Absicherung. Wir können ja schlecht hunderte von Millionen investieren, um vernünftige Inhalte zu machen, um die im Netz anzubieten, um unsere Nutzer zu finden, und sind abhängig davon, ob an irgendeiner Stelle dieses Planeten der Daumen gehoben oder gesenkt wird. Mir ist das jedenfalls zu riskant. Dafür brauchen wir Rahmenbedingungen. So, und ein Teil dieser Rahmenbedingungen ist, dass wir die Leistung, die wir bringen, ordnungsgemäß schützen können. Wenn wir die nicht schützen können, welche Handhabe haben wir dann überhaupt in der Diskussion mit denen, die diese Entscheidungen treffen? Ich vermute keine. Deswegen ist mir dieser Leistungsschutz wichtig. Und ich glaube, dass auch die Politik daran ein hohes Interesse haben muss. Denn es ist ja schon so,
es ist ein bisschen naiv zu glauben, dass auf die Dauer, wenn es keine verlässliche rechtliche Basis dafür gibt, Unternehmen noch, die vielleicht sogar auch am Kapitalmarkt sich erklären müssen, viel Geld aufwenden, um in die Qualität unabhängiger Interessen, also nicht von einzelnen Interessengruppen gesteuerter Inhalte zu investieren. Das ist eine große Mühe, das ist viel Geld, das ist viel Risiko. Wenn es für dieses Risiko, für diese Investition keine wirtschaftliche Basis, kein Geschäftsmodell gibt, wird irgendwann diese Investition versiegen müssen. Und ich glaube, dass das, ohne dass man jetzt allzu grundsätzlich und pathetisch werden muss, aber das kann nicht gut sein für die Qualität eines Informationsprozesses in der Demokratie. Also ich glaube, am Ende schließt sich hier der Kreis zu einem wirklich sehr, sehr gesamthaften, auch politischen, gesellschaftlichen Interesse. Der Eigentumsbegriff in der Verfassung muss auch das geistige Eigentum schützen. Immer dann, wenn eine Gesellschaft das Eigentum nicht mehr schützt, dann ist sie auf einem gefährlichen Weg. Und wer unterscheidet zwischen geistigem Eigentum und materiellem, physischem Eigentum, das finde ich sehr sophistisch. Das geistige Eigentum kann mindestens so wichtig sein wie das materielle Eigentum. Herr Bartel, Sie haben so einen tollen Aktienkurs. Haben Sie Angst, dass der beschädigt wird, wenn Google TV kommt? Nicht direkt, aber ich kann mir vorstellen, dass Google sehr großes Interesse hat, diese Tür aufzumachen zur Fernsehwerbung, vor der sie momentan noch stehen. Und wir haben ja den Schlüssel über unsere Qualitätsinhalte. Von daher beobachten wir das mit Interesse, was da passiert. Und wir haben vorher darüber gesprochen, dass es Hybrid-TV geben wird. Und das ist natürlich dann in dem Moment, wenn unser Marktplatz größer wird und auch andere Anbieter auf, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ohne Anführungszeichen, unserem Bildschirm ihre Inhalte anbieten, dann werden die Karten da auch nochmal neu gemischt. Wir hoffen da, dass dann gleiche Regeln zumindest geschaffen werden, ja, auf diesem Marktplatz, dass das für alle gilt. Und ansonsten werden wir diesem Wettbewerb kreativ begegnen. Wir werden versuchen, weiterhin uns auf das konzentrieren. Herr Döpfner hat es vorhin in seiner Rede gesagt, wurde hier vielfach zitiert, dass wir das machen, was eigentlich unsere Medien betreibt, nämlich attraktive, hochqualitative Inhalte zu schaffen. Das gibt den Chef von Pixar, der mit seiner Firma ja geistreiche Filme macht, namens John Lasseter. Und er hat mal gesagt, dass der einzige Businessplan für ein kreatives Gewerbe Qualität ist. Und daran halten wir uns, daran orientieren wir uns und damit begegnen wir auch Google letzten Endes. Ich möchte gerne mal die Runde auf die Inhalte lenken, über die wir ja sprechen. Das ist ja der zweite Doppelbedeutung von Wert. In Frankreich wird der Inhalt des Fernsehens offenbar ein großes Wahlkampfthema. Ja, man wirft den Erfolg dem erfolgreichsten europäischen Sender vor. Er schadet der Gesellschaft, er ist ein Wertezerstörer. Gewalt, Pornografie, immer primitiver das Fernsehen. Und das Leitmedium versaut die Gesellschaft sprachlich, geschmacklich, inhaltlich. Ich lege mich jetzt mal mit Ihnen an, weil Sie die Erfolgreichste sind. Und weil Sie eigentlich einen tollen Auftrag haben, Frau Schäferkort. Der Hauptinhaber von Bertelsmann ist die Bertelsmann Stiftung. Habe ich nochmal die Grundsätze nachgelesen, die Würde jedes einzelnen Menschen ist zu schützen, die Werte der Medien, die Ordnung, hehrste Ziele sind da zu verfolgen, wenn sie sich nach den Richtlinien ihrer Eigentümerin Stiftung richten. Aber ihre großen Quotenerfolge haben sie mit fürchterlichen Dingen. Ja? Am Nachmittag, im Nachmittagsprogramm, brüllen sich alle 4 Minuten tätowierte Proleten an. Die gebrauchen Ausdrücke, die ich in meiner Jugendzeit in Pissoirs gelesen habe. Am Abend triumphieren sie über die gutbürgerliche Sendung von Wetten, dass. Also auf dem Jahrmarkt hat man früher Damen ohne Unterleib gezeigt. Das war damals die Freakshow, heute sagt man Männer mit Unterleib. Da tritt einer auf mit riesen Erfolg bei den jungen Leuten, der mit dem Penis malt eine andere arme Frau mit misswüchsigen Brüsten, macht alle möglichen Geräte kaputt. Der Bohlen verhunzt die deutsche Sprache, zieht seine Spirale immer weiter nach unten. Ich sage das aus tiefer Überzeugung, ich könnte es auch zu anderen privaten Anbietern sagen, aber sie sind einfach die Meisterin. Ja? Wo ist Ihre gesellschaftliche Verantwortung darin, dass der Geschmack der Primitiven immer weiter nach unten ausgetestet wird und auch noch mit einem Riesenerfolg? Ich glaube, unter dramaturgischen Gesichtspunkten war das jetzt, wenn man ein Drehbuch schreiben sollte, eine perfekte Einleitung. Aber auch da natürlich wieder, was die Qualitätsdebatte angeht.
Absolut kurz geschossen. Ich glaube, wir müssen nicht nach Frankreich blicken, um die Debatte zu führen. Da bin ich bei Ihnen. Man muss vielleicht das französische Beispiel auch ein bisschen einordnen, weil da geht es gar nicht nur um die Inhalte bei TF1. Da geht es, glaube ich, eher um die Beteiligungsstrukturen des Senders und die Kritik, dass es dort eine gewisse Nähe zu Herrn Sarkozy gibt. Und das dass es dort eine gewisse, genau, das ist die politische Abteilung, die sitzt eher neben mir auf dem Panel an der Stelle, wo es um das Thema Staatsnähe oder Staatsferne geht. Wenn wir die Qualitätsdebatte führen, bin ich absolut bereit dazu, das zu tun, aber nicht auf Basis von 2 Minuten von Fernsehen, die wir machen, sondern dann bitte schön, ob der Vielfalt, die wir liefern mit unserem Programmangebot. Und dann lassen Sie mich ganz kurz. Jeden Nachmittag haben Sie diese Proletenshow. Das mögen Sie so nennen. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal Straßenbahn gefahren sind in Deutschland. Das ist auch ein Stück unserer Lebenswirklichkeit, die sich da widerspiegelt. Ich bin vor einer Woche mit der U-Bahn gefahren und da hat sich niemand so benommen wie diese Leute. Das kann ich nicht so sagen. Ich denke, dass das sicherlich, dass das so zu verkürzen bringt, absolut Punkte in einer Diskussion, fühlt uns nur inhaltlich nicht weiter, ganz offen, weil wenn, dann müssen wir über die Breite sprechen und ich bin gerne bereit, eine Qualitätsdiskussion zu führen unter gewissen Bedingungen, wenn wir komplett das Angebot sowohl der privaten Fernsehanbieter als auch der öffentlichen in der Bandbreite sehen, wenn wir dann auch über RTL aktuell, über das Nachtjournal, über die Sturmflut, über Westflug, ob über Doctor's Diary und ähnliches sprechen, bin ich absolut bereit, das zu tun. Und wenn wir dann alle Kollegen auf dem Podium entsprechend mit einbeziehen, auch übrigens die Printwirtschaft, weil nur weil das Wort geschrieben ist, ist es noch nicht Qualität, ganz offen. Wir haben auch in den hier auf dem Podium vertretenen Titeln sicherlich das ein oder andere, was wir qualitativ in Frage stellen könnten. Wenn wir diese Diskussion aufmachen, wenn wir die breit machen, bin ich absolut bei Ihnen. Ich kann, wir können über alles natürlich reden, aber zum Beispiel... Ich wollte Frau Schäfer-Kort gerade beispringen, jetzt mache ich es nicht mehr. Ja, nein, ich weiß ja nicht, ich glaube ja wirklich, dass ein Herr Bohlen, der ein Hauptquotenbringer ist, natürlich sind die Nachrichten mit viel Klöppel erfolgreich, wenn auch mit viel Boulevard- und Crime-Elementen, aber trotzdem ganz wesentlich zur Geschmacksverschlechterung und zur Primitivierung in Deutschland beiträgt. Das ist natürlich auch bei Gerichtsshows ist das so. Wenn Sie mich fragen, wann war ich zum letzten Mal im Gericht? Im Gericht geht es nicht so zu wie in diesen Gerichtsshows, aber ich glaube, dass viele Leute, wenn die viel Fernsehen sehen, denken, dass es im Gericht so zugeht. Und die Verantwortung der privaten Fernsehsender ist da für die Zukunft, für unsere jungen Leute viel größer, weil sie mit Stolz darauf verweisen, dass 30%, dass sie mit den privaten Sendern 30% Marktanteil haben bei den 14- bis 49-Jährigen, also bei der Zukunft, wogegen die Öffentlich-Rechtlichen da nur 5% haben. Und deswegen glaube ich schon, dass das gesellschaftsschädlich ist, was da stattfindet. Herr Dötz. Lieber Margot, das sind die Wahrnehmungen eines 70-Jährigen für ein Programm für 20- und 30-Jährigen. Sie müssen das... Sorry. Ich weiß, dass es Ihnen nicht schmeckt. Das habe ich deswegen gerade extra gesagt. Wenn Sie so ein Programm machen, wie es eben verdichtet Marquardt dargestellt haben, werden Sie nie das Geld verdienen, das Sie brauchen, um Nachrichtensendungen, um die ganzen gesellschaftlichen Aufträge zu finanzieren, die die Gesellschaft auch in die Programme privater hineinverlagert. Und da müssen Sie irgendwann den Grat finden zwischen dem, wo es richtig um Kohle geht. Und da bedanken Sie sich bitte bei der Gesellschaft, die die Programme guckt, damit es Kohle gibt, und dem, was erwartet wird, was ja fast öffentlich-rechtlicher Auftrag ist. Und wenn Sie den Spagat mal gefunden haben und so erfolgreich sind, ich glaube, dann ist nicht mehr Häme angesagt, sondern sagt man, und gerade wenn Sie das französische Beispiel gebracht haben, da ist das deutsche Privatfernsehen von seinen Inhalten her, oder gehen Sie auch nach Italien und anderswo, aber ja schon fast öffentlich-rechtliche Spitzenklasse. Und wenn Sie dann noch gucken, dass die ARD beim Deutschen Fernsehpreis den beliebtesten Programmbeitrag nur hat in der Telenovela, dann wissen Sie, wo wir in Deutschland mit dem Programm sind. Und da muss ein Privater ran. Und da stinkt mir das gewaltig, wenn Sie dann so mit der öffentlich-rechtlichen Keule kommen und wieder diese Qualitätsdiskussion anfangen. Herrgott, nochmal, dann kann der Staat sich vielleicht dazu aufgerufen fühlen und sagen, okay, gibt es Anreize für private Programmanbieter, das, was wir von Ihnen aus gesellschaftlicher Verantwortung erwarten, auch finanzieren zu können? Solange es die nicht gibt,
refinanzieren wir diese Angebote durch Herrn Bohlen und wenn es sein muss, auch noch durch ganz andere Sachen. So einfach ist die Nummer. Also ich finde, ich weiß nicht, ob man mit dem Alter argumentieren kann, weil ich glaube, auch ein 40-Jähriger hat eine gesellschaftliche Verantwortung. Und ich weiß nicht, ob der Herr Schächter jetzt natürlich erschüttert durch die Tatsache, dass diese Super-Talent-Show, die ein Riesenknaller war, weil sie noch mal ein paar Stufen primitiver ist als vorheriges, jetzt darüber nachdenkt, wie er seine Programme umgestalten muss. Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie als Pädagoge da sehen? Ich weiß nicht, ob ich alleine bin, aber ich finde es schon erschütternd, dass gerade die jungen Leute, von denen wir wissen, dass sie weniger wählen, dass sie sich weniger für Politik interessieren, dass sie mit großer Geschicklichkeit mit ihrer Fernbedienung um alle Informationssendungen heutzutage herumzeppen können, dass die so begeistert solche Sendungen ansehen. Haben Sie die Show eigentlich gesehen? Haben Sie die Show gesehen? Ich glaube nicht. Ich muss es gestehen, ja, dass die das Chefredakteurin... Das liebe ich. Ich finde das großartig. Nein, ich weiß ja noch gar nicht, was ich antworte. Ja. Ich habe gerade ein schönes Buch über Goethe und Napoleon gelesen. Und da hat die Chefredakteurin der Bunden zu mir gesagt, du musst dir angucken, was da läuft. Und dann habe ich mir das angesehen. Ja. Und ich habe aber auch oft genug schon den Bohlen gehört. Das ist einfach, es ist wirklich so, da haben Sie recht, dass ich 70 bin, sogar 73, ja. Aber diese Ausdrücke, die er gebraucht, haben früher an den Pissoirs in den Universitäten gestanden und in öffentlichen Einrichtungen. Heute sind sie im Fernsehen. Ich wollte doch mal die gesellschaftliche Verantwortung ansprechen, Herr Schächter. Ist die Finanzierung ein Grund? Ich muss es Finanzierung, also Millionen Ameisen fressen Scheiße, also muss ich Scheiße senden. Ich habe mir abgewöhnt, mit dem Zeigefinger auf die Konkurrenz zu schauen. Ich schaue auf meine Verantwortung. Wir haben im ZDF aus dem Unterhaltungsdampfer der 80er Jahre ein Informationsprogramm gemacht, wo wir gerade am Abend 50% unserer Sendungen versuchen, so darzustellen, dass wir erdötzt die Preise kriegen, die wir in Reportage, Dokumentation, fiktionalen Programmen dann auch zurechtbekommen haben. Also was die Kolleginnen und Kollegen machen, ist deren Verantwortung, das ist das duale System. Ich habe hier nichts hinzuzufügen, was Sie gesagt haben. Ich weiß, dass wir sagen, und deshalb habe ich an dem Abend Wetten, dass geguckt, Thomas Gottschalk macht weiter, erst recht in einem solchen zugespitzten Wettbewerb und dann sollen die Zuschauer entscheiden. 9,5 Millionen gegen 7, ich weiß nicht was, zeigt auch eine klare Sprache. Ihre Verantwortung ist, und ich denke, ein bisschen drücken sich viele Sender auf verschiedene Weise um ihren gesellschaftlichen Auftrag. Ihre Verantwortung ist, dass sie viele wertvolle Kulturprogramme, politische Informationen in eine Nachtzeit hineindrücken oder in den ganz wenig gesehenen Sender ZDF Neo. Das sind diese Leistungsträger, von denen ich vorhin gesprochen habe, die hier sitzen, die früh aufstehen und arbeiten und ihrem Beruf nachgehen und Geld verdienen. Die können nicht die Programme sehen, die sie interessieren würden, weil sie die in die Nacht schieben. Das ist ja auch eine Verantwortung. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Dadurch, dass wir diese Beibote haben, haben wir die Möglichkeit, an unterschiedlichen Plätzen das zu zeigen. Am Sonntag machen wir Echo der Klassik. Das ist ein Knaller für vielleicht 1,5 Millionen. Ein tolles Programm, aber wir bringen es in der Primetime am Sonntagabend. Und das ist unsere sehr zugespitzte Art. Und wir bringen es dann auch in den anderen Kanälen, Freisat, Arte, Theaterkanal, um das entsprechend zu multiplizieren. So geht heute Fernsehen und so geht heute in der digitalen Welt eine Multiplikation von Verantwortung für Kultur. Herr Borsering, hat die Aufsicht versagt? Ja, die Frage kann man immer stellen, weil man immer was entdeckt, worüber man sich streiten kann oder wo man auch sagen kann, wieso ist das im Fernsehen gelaufen? Mich erreichen immer wieder Anrufe, auch in der Funktion als Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz. Warum habt ihr das gestern Abend durchgehen lassen zum Beispiel und ähnliches mehr? Also wir müssen schon aufpassen, dass wir hier Geschmacks- und Zensurdiskussionen vermeiden. Das heißt nicht, dass wir auf der anderen Seite einfordern, was uns aufgetragen ist. Da haben wir auch Streit. Auch mal, auch mit RTL und mit Sport 1 und mit anderen. Das ist in der Natur unterschiedliche Aufgabenstellung. Ich finde das überhaupt nicht jetzt so tragisch. Was ich aber schon noch mal sagen möchte, also das Problem dieser Bewertung von Inhalten liegt auch ein Stück darin,
Das ist auf der, weil wir über Strukturfragen der Zukunft reden, dass wir auf der privaten Seite eine Aufsicht haben, die mit Tausenden von Fällen, seitdem sie existiert, auch in die Öffentlichkeit geht und das private Fernsehen im Besonderen kritisiert, dass wir Bußgelder hier festsetzen. Deutschland sucht den Superstar zum Beispiel, weil das schon gerade die Rede von Bohlen war und ähnliches mehr. Und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hört man nie irgendetwas. Ich höre nur immer, er macht von früh bis abends nichts anderes als Jugendschutz. Und wir kriegen damit eine öffentliche Debatte, die eine Schieflage in diesem System darstellt. Denn das kann mir niemand sagen, und das wissen wir auch in unserer eigenen Programmbeobachtung, dass das eine System hier Tausende von Verstößen produziert und beim anderen System gibt es gar nichts. Das ist einfach nicht richtig, und deswegen brauchen wir für die weitere Zukunft, ich habe das schon oft gesagt, ich will das nochmal wiederholen, wenn wir über Inhalte reden und über gesellschaftliche Verantwortung, wir brauchen eine gemeinsame Bewertungsstelle, ich sage gar nicht Aufsicht, die im dualen System Problemlagen und Chancen und Qualität und Problemlagen gleich behandelt und gleich bewertet. Genau das haben wir nicht. Und wir haben da ein großes Defizit. Damit will ich nicht dran vorbeireden, dass wir natürlich uns über problematische Inhalte auseinanderzusetzen haben. Das ist auch richtig und das ist auch Teil unseres Systems. Nur so wie es jetzt angelegt ist, finde ich das absolut ungerecht im Bewusstsein der Öffentlichkeit und im Bewusstsein der Bewertung der beiden Säulen des Systems. Und da müssen wir endlich mal weiterkommen. Es gibt andere Länder, die sind da schon sehr viel weiter als wir. Nehmen Sie mal Österreich jüngst zum Beispiel mit der gemeinsamen Aufsicht. Nehmen Sie andere Länder in Großbritannien und woanders. Da ist längst selbstverständlich, dass diese gemeinsame Messlatte hier organisiert ist und gemeinsam bewertet wird. Und das ist für mich eine der wesentlichen Zukunftsaufgaben der Politik und der Medienpolitik. Herr Ministerpräsident, als in den 80er Jahren die Länder beschlossen haben, das private Fernsehen einzuführen, hat man geträumt und sich gewünscht, erstmal mal die ARD zu links, das war auch ein Motiv, um andere politische Gewichte reinzubringen, mehr Informationsvielfalt, mehr Meinungsvielfalt, mehr Gewichte. Das fing auch an mit einem Gespräch mit Dr. Kohl, ja, wurde bei Sat.1 immer befragt, hatte dann keine Einschaltquote. Heute werden politische Interviews auch mit höchsten Kanzlerinnen um Mitternacht ausgestrahlt, nur angeteased um 19 Uhr. Ja, ist das eine Fehlentwicklung? Machen Sie sich Sorgen um die jungen Leute, von denen wir einerseits beklagen, dass sie am wenigsten zur Wahl gehen? Man sagt immer die Jugend, aber die geringste Wahlbeteiligung haben wir, wenn ich mal diesen Schluss ziehe, bei den Leuten, die private Anstalten sehen, bevorzugen. Also ich schmunzle in mich hinein, weil ich mich genau an diese Anfangsdiskussion erinnere. Da war ich so jung wie der Herr Schindler. Das Privatfernsehen ist gefordert worden, von meinen Vorgängern übrigens auch, damit es mehr Qualität und mehr Informationsbreite gibt. Das war der Ausgangspunkt. Da gab es manche so politische Sendungen in ARD und ZDF, die waren nicht immer bekömmlich. Und das war damals die Begründung, damit die Menschen dann auswählen können und eine ausgewogene Information bekommen. Und deshalb bin ich immer sehr zurückhaltend jetzt bei inhaltlichen Diskussionen, gerade wenn es an die Adresse der Politiker geht. Meine Erfahrung ist, das sage ich jetzt mal parteiübergreifend, Politiker halten immer das für beste Qualität, wo sie selbst am besten wegkommen dabei. Das ist die beste Qualität. Und deshalb wächst die Nähe der Ministerpräsidenten zu ihren jeweiligen landesöffentlich-rechtlichen Anstalten. Ja, ich habe sehr genau überlegt, ob ich das heute sagen soll mit dem Bayerischen Rundfunk. Aber wir haben einen hohen Kulturanteil und deshalb, es liegt doch an mir, was ich einschalte. Ich weiß nicht, Sie waren jetzt da ein bisschen inspiriert, dass Sie diese Sendung bei RTL angeschaut haben. Aber das ist doch noch immer die Entscheidung, ob ich Bild-Zeitung lese oder nicht. Ob ich Süddeutsche lese oder nicht. Und wenn ich weiß, jetzt ist wieder eine Empörungswoche, das ist ja alle 14 Tage bei uns in Deutschland, dann lese ich das einfach nicht. Ich lese einfach nicht. Lassen Sie mich noch sagen, ich lese einfach nicht. Trotzdem so. Hat es eine Dauerwirkung auf die anderen. Es gibt eine Grenze, damit wir uns richtig verstehen. Da ist eine rote Linie und das versuchte ich darzustellen. Da gibt es dann eine staatliche Aufgabe. Da geht es um einen Jugendschutz. Da geht es um religiöse Beleidigungen. Da geht es um Gewaltverherrlichungen. Da ist der Staat gefragt. Und da muss er rote Linien und Grenzen setzen. Und zwar sehr nachdrücklich. Da kann er es nicht zur Disposition stellen, wollen wir das, weil es öffentlich-rechtlich ist oder nicht. Aber alles andere, wenn es um Qualität geht,
würde ich die Menschen entscheiden lassen und den Benutzer und die Anstalten. Der Politiker ist immer, wenn es um Qualität geht, in Kultur und Kunst, warne ich vor dem Vormund Politiker. Das wird nicht gut. Aber die roten Linien, die muss der Politiker gewährleisten. Und ansonsten, ich schaue mir das halt nicht an, wenn es mir nicht gefällt. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Die Verantwortung geht natürlich auf die Millionen, die es anschauen. Es gibt auch Zeitschriften. Ja. Es gibt auch Zeitschriften. Völlig richtig. Auch solche, die Sie kennen. Ja. Herr Döpfner. Auch da könnte man eine Qualitätsdiskussion. Natürlich reden wir immer über Qualität. Herr Döpfner, also von Ihnen stammt der schöne Satz, mit Geist Geld verdienen. Das hat mir gefallen. Ja. Darf man auch mit in unseren Medien, die eine gesellschaftliche Verantwortung haben, auch mit Müll Geld verdienen? Also erstmal bin ich sehr dankbar für die klaren Worte des Ministerpräsidenten. Zweitens wollte ich eben Frau Schäferkort beispringen, weil ich das natürlich sehr gewöhnt bin. Normalerweise bin ich in ihrer Rolle. Ich habe mich da ein bisschen geärgert, weil sie sich so verhalten hat wie jemand, der beim Abschreiben erwischt worden ist. Und hat gesagt, Herr Lehrer, der da drüben schreibt, auch ab. Aber gut, ich tue es jetzt trotzdem, weil es ärgert mich. Es ist so einfach, wissen Sie, man lehnt sich so auf der Empore des guten Geschmacks zurück und sagt, guck mal die da unten, was sie da wieder für geschmacklose Sachen machen. Das ist natürlich einfach, wenn man sich eben nicht, wie Herr Dötz zu Recht sagt, am Markt behaupten kann. Natürlich ist es so, dass im Jahr 1900 in Deutschland 10% der Deutschen eine Zeitung gelesen haben. Im Jahr 2000 haben 78% eine Zeitung gelesen, ganz viele davon die Bild-Zeitung. Denen war nun mal die Neue Zürcher Zeitung nicht zu vermitteln. Und es ist natürlich auch aus der Perspektive des Fernsehzuschauers eigentlich für, sagen wir mal, die Öffentlich-Rechtlichen viel leichter, diese absoluten Maßstäbe der Qualität zu halten. Herr Schächter bekommt seine Gebühren weiterhin, wenn er bei Wetten, dass Herrn Gottschalk über Adorno diskutieren lassen würde. Auch da würde immer noch keine sozusagen Basis, keine wirtschaftliche Basis durch in Frage gestellt werden. Bei RTL, bei ProSieben, bei Sat.1 und natürlich auch bei den privaten Boulevardzeitungen ist das anders. Insofern würde ich einfach etwas mehr Augenmaß in dieser Debatte erwarten, etwas mehr Verständnis dafür, dass am Ende das Publikum entscheidet. Und ich meine, es gibt diese berühmte Situation, als Schiller eine Zeitschrift herausbrachte, die also intellektuell unglaublich anspruchsvoll war. Die musste aber nach 3 Monaten eingestellt werden, weil sie keiner lesen wollte. Und dann schrieb Goethe Schiller einen Brief. Ich möchte Ihnen noch einmal zu Ihrer großartigen Zeitschrift gratulieren. Sie scheiterte leider an der Kläglichkeit des Publikums. Also bisweilen müssen wir dann eben auch uns entscheiden, wollen wir uns, wie Brecht es vorgeschlagen hat, ein neues Volk wählen oder wollen wir das einfach ernst nehmen und in der Breite, wie Menschen eben manchmal auch niedere Instinkte haben und sehr schlichte Unterhaltungsansprüche haben und manchmal sehr hochfliegende, versuchen, das in dieser Breite zu bedienen. Insofern mit Geist Geld machen und das auf verschiedenen Niveaus. Herr Bodkus, natürlich fällt es uns leichter, hohe Maßstäbe einzuhalten. Das ist im Übrigen der wesentliche Grund der Gebührenfinanzierung. Nur wenn ich die Argumentation von Herrn Dötz höre, ich muss mittags Sozialpornografie senden, um damit eine Nachrichtensendung quer zu subventionieren, die so, naja, ein bisschen auch an die Nachrichtensendung der anderen herankommt, dann finde ich, ist da eine gigantische Fehlentwicklung eingetreten. Und das sind ja nicht Ausreißer, sondern das ist eine zynische Kalkulation meines Erachtens. Es wird ja auch von Jahr zu Jahr ein bisschen dreister, man geht immer ein bisschen weiter. Und da glaube ich wirklich, wenn wir unter dem Thema Werte darüber reden, dass man sich hier Gedanken drüber machen muss und es nicht so abtun und wegnivellieren, so in dem Sinne, ja, da passieren auch manchmal Fehler. Nein, da ist eine richtige Wegteilung. Und darüber sollte man auch öffentlich debattieren. Das geht nicht darum, dass wir unsere Maßstäbe sozusagen den privaten kommerziellen Veranstaltern auch auferlegen. Das ginge gar nicht. Aber hier ist, glaube ich, eine Grenze überschritten. Und ich finde, das gehört auch zu einer öffentlichen Diskussion, dass man das beim Namen nennt und nicht einfach sagt, na ja, wenn wir mal so eine gemeinsame Aufsicht hätten, dann wäre das alles besser. Ja, solange die gemeinsame Aufsicht nicht da ist, könnten Sie ja dann schon mal für den Bereich der Sender, für die Sie zuständig sind, Herr Ring, dann schon mal einschreiten. Das habe ich aber bislang auch noch nicht erlebt. Machen wir die ganze Zeit. Herr Kallen, wollten Sie dazu was sagen, dass da so viele Wahlberechtigte sich sowas angucken und man sagt, lass sie doch gucken, die Wahlberechtigten? Da wir ja nur Qualitätstitel machen, wollte ich mich eigentlich zu dem Thema gar nicht äußern. Ich wollte nur eins sagen, ich finde die Diskussion eine berechtigte, die wir weiterführen müssen. Wenn Sie wissen wollen, wie man das heutige Niveau im Fernsehen deutlich unterschreiten kann,
dann müssen Sie sich nur vorstellen, dass in Zukunft das Fernsehen ein Internetgerät ist, das heißt ein Betriebssystem hat, das im Internet all das hochladen kann, was wir da heute zu sehen bekommen. Da gibt es mehrere Etagen unter dem, was Sie heute im Fernsehen zu sehen bekommen. Und darüber müssen wir uns unterhalten und darauf müssen wir uns vorbereiten. Da kommen vollkommen andere Themen auf diesen Bildschirm. Und da werden wir nochmal sehr deutlich darüber diskutieren müssen, wo ist jetzt die rote Linie und wie halten wir die ein? Und was schalten wir auch zwangsweise ab? Der Test steht aus, den haben wir spätestens, Sie haben gesagt, 2015. Meine Vermutung ist, dass wir den sehr viel früher haben. Aber dann werden wir die Diskussion nochmal führen müssen. Ich greife das auf, was Kallen gesagt hat, Herr Schindler, weil natürlich in diesem freien, anarchischen System Internet, das in Freiheit wir alle begrüßen, ich habe so eine Angst, dass ich in die Rolle des Zensors komme, aber Gott, ich kann mich ja darüber aufregen, gehört ja auch zur freien Meinungsäußerung, da gibt es natürlich tatsächlich ganz andere Entwicklungen. Da wird ein privater Pranger installiert, gibt es Mordaufrufe gegen diese Kronzeugin, gegen Kachelmann, wird aufgefordert, irgendwelche Tierquäler umzubringen mit Namen und Adresse. Und da ist also die freie Volkswut, kann sich da ungehindert austoben. Können Sie da was gegen machen oder sagen Sie, das ist die große Freiheit, die ich meine? Also so frei und anarchisch, wie Sie das Internet darstellen, ist es faktisch überhaupt nicht. Und ich glaube, am besten... Beide Beispiele kann ich Ihnen vorführen. Ich komme gleich dazu. Ja. Am besten wird das, glaube ich, sichtbar in der Diskussion, die ich jetzt hier eine ganze Weile am Anfang verfolgt habe, zu dem Thema Leistungsschutzrecht, wo hier ein bisschen der Eindruck vermittelt wird, als gäbe es in der digitalen Welt keinen Schutz von geistigem Eigentum, als würde kreative Leistung nicht geschützt. Das ist totaler Quatsch. Wir haben in Deutschland ein Urheberrecht, was wunderbar genauso streng in der digitalen Welt funktioniert, wie es in der traditionellen Welt funktioniert. Das muss einem einmal ganz klar bewusst sein. Wenn wir heute einen urheberrechtsgeschützten Inhalt auf YouTube hochladen, beziehungsweise wir laden ihn ja nicht hoch, sondern der Konsument lädt ihn hoch und wir bekommen davon Kenntnis von Frau Schäfer-Kort, von ProSieben oder irgendjemanden anderes, dann gehen wir sofort hin und löschen diesen Inhalt. Wir halten uns also komplett an das bestehende Urheberrecht, was auch in der digitalen Welt vollste Anwendung findet. In der Thematik der Leistungsschutzrechtsdebatte muss einem klar sein, und das ist der Grund, und das ist nicht unbedingt meine alleinige Meinung, aber es ist der Grund, warum sich 22 deutsche Industrieverbände, das muss man sich einmal vorstellen, das war nicht nur der BDI, 22 deutsche Industrieverbände dagegen ausgesprochen haben. Das ist über 50% der deutschen Wirtschaft, die fürchten, dass hier ein Quersubventionierungsmodell entsteht, was nicht in ihrem Interesse sein kann für einen Bereich, der eigentlich schon ordentlich geschützt ist. Und man muss dazu sagen, und das ist jetzt meine persönliche Google-Meinung, dass das Leistungsschutzrecht auch Elemente beinhaltet, wie beispielsweise die Aufgabe der Zitatregel. Das muss man sich einmal vorstellen, was das für die Informationsfreiheit und die Demokratie am Ende bedeuten würde, wenn wir versuchen, ein Recht einzuführen, was das Zitatrecht faktisch aushebelt und dann noch mit einer Zwangsabgabe zu belegen. Das ist absolut verheerend für die Entwicklung in diesem Lande, gerade für die Informationsfreiheit, gerade für eine Welt, wo wir eigentlich aus einer Historie kommt, wo wir ja Vielfalt und vielfältige Kanäle haben möchten. Und das ist der Grund, warum diese 22 Industrieverbände sagen, nein, so kann das eigentlich nicht sein. Also ich glaube, das ist bisher hier relativ einseitig dargestellt worden. Das zweite Thema, und jetzt komme ich... sind einfach einige Falschaussagen enthalten. Es geht nicht darum, das Zitatrecht zu nehmen. Es geht nicht darum, eine Zwangsabgabe zu schaffen. In der heutigen Ausgestaltung, das wissen Sie, da haben wir auch schon drüber gesprochen, in der heutigen Ausgestaltung und der Forderung des Leistungsschutzrechts, wie es heute dargestellt ist, beinhaltet es Elemente, die hochgradig gefährlich für die Informationsfreiheit sind und auch eher zu einer Monopolisierung in der Medienlandschaft führen würden als andersrum. Herr Schindler, da müssen wir nochmal die verschiedenen Entwürfe uns anschauen. Ich verstehe, dass Sie aus sozusagen Google-Unternehmensinteressenssicht ein Interesse daran haben, dass es den Leistungsschutz nicht gibt. So wie auch die Industrieverbände sagen, wenn ich kostenlos Zugriff habe zu dem digitalen Pressespiegel, dann ist es für mich leichter, als wenn ich dafür bezahlen muss. Ich halte es für illegitim, das mit einfach Unwahrheiten zu verbinden. Herr Dörfner, es entspricht nicht den Forderungen, die wir stellen. Es geht nicht um eine Zwangsabgabe. Ich kann nicht erkennen, bitte erklären Sie mir, wo eine Zwangsabgabe gefordert worden ist. Wer hat die gefordert? Das ist wirklich Propaganda auf Basis falscher Fakten. Wir müssen es dann schon korrekt machen. Also erklären Sie mir, wo das einen Zwang hat. In dem aktuellen Entwurf, der vorliegt, ist genau das gefordert worden. Das Entscheidende ist doch, und das haben Sie doch am Anfang gesagt, dass die Inhalte an allererster Stelle von den Verlegern selber
im Internet zur Verfügung gestellt worden sind und gratis zur Verfügung gestellt worden sind. Das haben Sie doch gesagt. Und wir glauben ja an Google, vielleicht einmal, um auf die richtige Basis hier zu kommen. Wir glauben ja bei Google ganz massiv an Qualitätsinhalte. Wir möchten, dass es qualitativ hochwertige Inhalte gibt. Wir möchten Modelle finden, die über die werbefinanzierte, über die werbefinanzierten Modelle hinausgehen, wo man in der Lage ist, eventuell über Subscription-Systeme, über Micropayment-Systeme, über Micro-Upselling-Systeme und Ähnliches eine neue Wertigkeit auch für Qualitätsinhalte zu etablieren. Deswegen, Herr Schindler, überdenken Sie nochmal die Position, ob es nicht auch langfristig im Interesse der Suchmaschinen ist, wenn diejenigen, die Inhalte generieren, die über Jahre in die Inhalteschaffung investieren, wenn die auch eine Geschäftsgrundlage haben. Ich glaube, dass am Ende die Menschen nur noch suchen werden, wenn es auch was zu suchen gibt. Aber das glauben wir ja auch. Wir glauben ja und wir möchten ja, dass diejenigen, die Inhalte generieren, das ist ja das, was ich versuche zu vermitteln. Wir sind die größten Fans eines Urheberrechts. Wir möchten, dass geistiges Eigentum geschützt wird. Wir möchten nicht, dass Piraterie betrieben wird. Das ist doch genau unser Stand. Herr Schindler, wenn ich hier Beispiele anführe, wie die Mordaufforderung der öffentlichen Pranger, dann sind die immer mit Fakten belegt, ja, weil ich mich vorbereite. Und auch das Beispiel sagen, es wird sofort gelöscht bei YouTube, ist einfach nicht in Ordnung. Ich komme wieder auf mein Beispiel mit Gerhard Polt zurück. Der hat einen sehr schönen Sketch gemacht, der lief auf YouTube. Zigtausendmal geklickt und er wurde vielleicht von Ihnen gelöscht, runtergenommen, aber dann sagt Ihre Firma, sorry, das stellen andere immer wieder rein. Er hat keine Chance, einen Cent dafür zu bekommen und so geht es vielen anderen auch. Ich will nur über die Sache konkret reden, weil ich gestern mit dem Polt noch mal telefoniert habe. Da sagen Sie, ja, was sollen wir denn da machen? Das wird immer wieder reingestellt. Das ist ein Systemfehler. Nein, das stimmt nicht, das sagen wir nicht. Wir haben in den letzten Jahren intensiv in die Entwicklung einer technischen Plattform investiert. Content-ID oder Video-ID heißt sie, wird von vielen hier im Raum bereits aktiv eingesetzt, die genau das versucht zu verhindern. Sie identifiziert also einen Inhalt, der einmal als urheberrechtsgeschützt deklariert worden ist. Wir können das bereits im Hochladeprozess des Videos abgleichen gegen diese Datenbank, die wir dann entsprechend haben. Und was wir dort dann machen, ist, dass wir sofort sagen können, wir blocken den Inhalt. Wir gehen allerdings auch hin und bieten Partnern an und sagen, wenn du nicht möchtest, dass dieser Inhalt geblockt wird, möchtest du eventuell an möglichen Werbeeinnahmen beteiligt werden. Über die Hälfte der Partner wählen übrigens diese Variante und sagen, wir möchten dann gerne an den Werbeeinnahmen entsprechend beteiligt werden. Und es gibt sogar ein drittes Modell, was wir mit sehr, sehr großen Partnern, Channel 4, Channel 5 in England beispielsweise, angeboten haben, wo wir sagen, ihr könnt sogar die Werbung selber auf YouTube vermarkten. Das heißt, wir erlauben es sogar, das muss man sich mal vorstellen, anderen Medienunternehmen dann eigenständig auf YouTube entsprechend die Werbung gegen ihre eigenen als urheberrechtlich geschützt identifizierten Inhalte zu vermarkten. Also ich glaube, das ist also Löschen, Teilnahme an der Werbung, wenn wir vermarkten, oder Eigenvermarktung. Ich glaube, das ist ein Modell, da kann sich wirklich keiner beschweren. Und die Technologie ist mit Millionen Aufwand und extrem komplex entwickelt worden und wir geben sie quasi frei dem Markt jetzt zur Verfügung, um genau das zu vermeiden. Ich habe alle ungerecht behandelt und wenn jemand unbedingt jetzt noch etwas sagen möchte zu den beiden Themen, ja, dann gebe ich ihm jetzt das Wort. Wollen Sie was zum Leistungsschutzrecht? Ich habe Sie so angegriffen, weil Sie bei der Bertelsmann Stiftung arbeiten. Ja. Ich arbeite nicht bei der Bertelsmann Stiftung. Ich glaube, dass das Thema Leistungsschutzrecht eine Spur weitergeht, als Inhalte auf YouTube zu löschen. Ich glaube, womit wir uns befassen müssen, über das duale System und die Spannungsfelder, darüber ist eine Menge gesagt worden. Über die Qualitätsdebatte ist eine Menge gesagt worden. Wenn wir nach vorne gucken, haben wir ganz neue Spannungsfelder. Das sind die Spannungsfelder zwischen Kreativwirtschaft und Plattformbetreibern, zwischen Kreativwirtschaft und Infrastruktur. Und das, was Herr Kallen vorhin mal angesprochen hat, nämlich haben wir eigentlich ein faires Wettbewerbsfeld im Umfang zwischen den unterschiedlichen Medien. Und ich glaube, das haben wir nicht genug ausgeleuchtet, insbesondere wenn wir über, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, parasitäre Nutzung unserer Inhalte. Und da sitzen wir, glaube ich, alle die, da muss ich jetzt an der Stelle Herrn Schindler rausnehmen, die Kreativwirtschaft vertreten, da sitzen wir alle in einem Boot, wenn es darum geht, wie gehen wir mit solchen Themen in der Zukunft um. Und ich denke, da ist auch die Gesellschaft und die Politik gefragt, wirklich ein Spielfeld zu schaffen, was es uns ermöglicht, unsere kreativen Inhalte dann auch zu refinanzieren. Und da sind wir heute noch nicht. Wir haben dieses ebene Spielfeld nicht. Also ich denke, wir haben einiges gesagt und gehört zur Architektur der künftigen Medienwelt. Das war wichtig und auch zu den Inhalten. Ich kann nur hoffen, dass die hehren Grundsätze der Bertelsmann Stiftung weitgehend berücksichtigt werden, weil es bleibt dabei, dass der Artikel 5 Grundgesetz, der die Medienfreiheit und die Informationsvielfalt uns garantiert, was haben wir für einen schönen Beruf, dass der im Wesentlichen dazu dient, entscheidungsfähige, mündige,
Bürger zu erziehen und dass man immer daran denken muss, dass man immer an wahlberechtigte Bürger appelliert. In diesem Sinne wünsche ich schöne Medientage und bedanke mich. Und damit verlassen wir dann auch die Eröffnungsdiskussion von den Medientagen München 2010. Alle Videos, Beiträge, Sendungen und Interviews von den Medientagen finden Sie auch zum Abruf auf unserer Website www.messelive.tv. Bleiben Sie bei uns, wir berichten täglich aktuell von den Neuheiten und Trends der Medientage. Bis später.